Ja, herzlich willkommen zur Bruce Lee Session Deutsch, die fünfte. Der Superman und der Gott dieser Weltzeit. Ich hoffe mal, dass das jetzt diesmal ruckfrei geht. Letztens hat das irgendwie so ziemlich gehakt. Ich kann aber nicht sagen, woran es liegt. Ich denke mal, das liegt an dem alten Rechner, mit dem ich hier arbeite, mit dem ich auch am liebsten arbeite, weil er so schön leise ist. Ja, hier sehen wir den Herrn Lee vor einem Statussymbol, seinem brandneuen oder relativ neuen 350 SL Mercedes-Benz in Designerklamotten und da wird er von unten fotografiert. Das heißt, der sieht auf dem Bild eben größer aus und das sieht dann schon so aus, als wenn er ein bisschen runterguckt auf die normalen gemeinen Leute und das ist auch alles gewollt. Ne? So stellt sich halt ein erfolgreicher Hongkonger da. Hm. Ja, ich habe noch mal einen lustigen Kommentar gefunden von jemand, der dann halt so allgemein gesagt hat, du wagst es, Bruce die zu kritisieren. Bereite dich vor auf die Rache seiner Legion von Fans. Sie haben schon den äh, Daumen-runter-Knopf schon <laughs> zerstört und die Kommentare gehören sowieso Ihnen. Fand <laughs> ich super gut. Ja, es gibt halt viele Menschen, die halt äh, andere Menschen halt so auf so ein Podest heben. Ne? Tja, und da sehen wir ihn eben. So wie er sich am besten darstellt eben als erfolgreicher Unternehmer. Aber ich fand diesen Kommentar halt zu gut. Ja und heutzutage präsentiert man ihn als riesengroßes Idol. Da sehen wir ihn hier überlebensgroß, wie man sieht, auf einem Podest stehen und das hat halt den Nachteil, dass die Menschen halt die Bibel nicht mehr lesen und den Vorteil, dass wir ganz eindeutig sehen. Guck mal, schon wieder eine seltsame Handhaltung links. Aber auf jeden Fall sehen wir, dass also Menschen, die äh, ein Superstar sind in dieser Welt, wie Götter verehrt werden. Plus die sagte, äh, drücke dich einfach aus und äh, glaube an dich. Ne? Und glaube an dich ist dann halt schon blöd, wenn man eigentlich nur die Eintrittskarte ins ewige Leben hat, wenn man an Jesus Christus glaubt. Ne? Aber der Herr Lee, der hatte da andere Pläne. Der hatte nämlich dann so vor, ein riesenbekannter Schauspieler zu werden, der dafür bekannt ist, äh, ja, sich selber dann irgendwie so darzustellen. Ja, jetzt aber hier im Schnelldurchlauf eben Leute, die glauben, die wären genauso gut und sich dann, dann zum Affen machen. Manchmal weiß ich nicht, ob das nicht Laiendarsteller sind oder ob die dann wirklich sich für toll halten, aber Überschätzung ist ja halt auch an äh, der Tagesordnung. Vielleicht ist es auch noch lustiger, wenn man das ein bisschen schneller laufen lässt, weil es gibt halt Menschen, die können sich selber nicht so besonders gut einschätzen. Ach ja. Der ist auch gut. Ja, ich muss das ab und zu ein bisschen lustiger machen, weil das Thema ist einfach so ernst teilweise. Und... Tja. Er ist auch besonders gut hier. Aber wie gesagt, manchmal glaube ich, dass alles nur eine Show ist in diesem Leben. Kann ja keiner ernst meinen, oder? Ach ja. Ja, er ist ja halt hier Favorit, ne? Ach ja. Was soll man zu den Menschen sagen? Es tut mir halt einfach alles so leid. Aber heutzutage werden ja ganz viele Talente gesucht. mir mit dem fünfzeigigen Pentagramm natürlich, damit man auch ganz genau weiß, ist satanisch, luziferianisch. Hier haben wir einen Kandidaten. Aus Sri Lanka. Aber. Kann also auch schief gehen. <laughs> Oder ist halt auch alles geplant, kann man halt nicht sagen. Ne? Da haben wir gerade die Dame gesehen mit dem dritten Auge da. <laughs> mit dem dritten sieht man eben besser. Ne? Das ist alles dieser buddhistische Aberglaube, dass man halt äh, in der Zirbeldrüse dann halt besondere Dinge dann halt wahrnehmen könnte. Das geht also wirklich bis ins Unendliche, diese ganze Verehrung von Menschen. Äh, unter anderem mit Falschaussagen von, äh, beziehungsweise über Frank Ducks aus Bloodsport hätte also 329 Matches gehabt und wäre aus also ungeschlagen. Also, sowas, was gibt es nicht. Ne? Das sind also im Mindesten sind das übertriebene Darstellungen oder falsche Zahlen. Worum es mir geht, ist, dass also unglaublich viele Menschen in diesem Leben wirklich verehrt werden. Also sei es jetzt Künstler, Elvis Presley oder manche halten ja auch Helmut Schmidt für einen ganz tollen Politiker. Da habe ich ein paar andere Biografien gelesen, aber macht ja nichts. Ja, mal. Jean. Claude van Fahrenberg, besser bekannt als Jean-Claude Van Damme. Und der erzählt uns jetzt hier: Es gibt eine geheime Technik, äh, Iron Fist und dann D-Mac und wie sie auch immer heißen soll, dass man da halt äh, mit besonderer Härte und besonderer Disziplin halt äh, übernatürliche Dinge dann äh, bewerkstelligen könnte. Da wie viele Menschen ja auch Bruce Lee als irgendwie als Superhuman ansehen, also als äh, übermenschlich, dann. Äh, habe ich mir gedacht, dann hat man vielleicht mal hier ein Beispiel eines wirklich hervorragenden Kämpfers, Jean-Claude Van Damme, der auch in Europa eine ganze Menge Wettbewerbe gewonnen hat, also noch ziemlich jung war und äh, mehr Haare hatte als später und weniger Probleme. Aber das ist jetzt alles hier, äh, das ist alles Film und Trick. Ja, du solltest den untersten Stein, den untersten Stein wäre sonst zu einfach. Ne? Und jetzt äh, für den Film klappt natürlich auch alles. Und wo soll man da anfangen? Die Menschen glauben vieles, was sie auf der Leinwand sehen. Ne? So, und da hat eben der Trickgestalter eben dann irgendetwas gezündet. Und äh, das Kinopublikum glaubt dann, dass äh, Jean-Claude Van Damme in der Rolle hier Bloodsport als Frank Ducks oder Dux, dass er dann übernatürliche Kräfte hat und dass er dann quasi äh, unschlagbar ist, weil er mit einer Handbewegung irgendjemandem jetzt äh, äh, besonders wehtun kann oder halt ihn umbringen könnte. Und das ist auch eine der Theorien, die sich danach um den Tod von Bruce Lee ranken. Das, äh, eine der Theorien. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 25 Stück zusammen. Also was da abgeht, ist echt, äh, ist schon lustig dann teilweise. Ne? Aber auch wieder nicht, weil diese ganze Welt wirklich voll Lügen ist. Satguru, einer, der sagt, es gibt so viele Menschen hier. Ah, Moment, da war irgendetwas mit dem Sonnengruß, da waren wir schon wieder halb im Yoga. Ah, Herr ja, Satguru, an dem kommen wir jetzt, genau. Ein Guru, also einer, der sich selber als Guru darstellt, mit 11 Millionen Follower, also 11 Millionen Jüngern oder 11 Millionen Folgern, 11 Millionen Abonnenten, der sagt, es gibt da so einen Grund, warum Bruce nie so schnell war. Und äh, über ihn wird erzählt, dass er also die Sonnengruße 40 Minuten pro Tag macht, also ein. Anbeter der Sonnenreligion ist. Und da kann man sich jetzt aussuchen, welche man nimmt. Aber im Orient haben die ganz viel mit der Sonne zu tun. Auch beim Yoga mit dem Sonnengruß ist ein totaler Verstoß gegen das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn du dich verbeugst vor der Sonne und der eine gewisse Kraft zuschreibst, dann betest du die an und dann ist halt einfach nicht mehr. Nicht mehr witzig und äh, dann ist das wirklich eine Verletzung des ersten Gebotes. Aber der Satguru selber, der tut halt so, als wenn er jetzt der Super Erleuchtete wäre. Dabei ist das ein bezahlter Schauspieler, der einfach äh, so tut, als wenn er mit einem langen weißen Bart und mit einer langsamen Stimme und mit viel Kichern äh, jetzt besonders äh, schlau wäre. Und äh, die Erklärung, die er gibt, ist natürlich völlig äh, abstrus, aber er hat elf Millionen Folger, also. Es ist unfassbar, wie diese Welt drauf ist. Und er hat gesagt, es gibt also da eine Technik, die heißt Manipuraka, und wenn man das also auf jemanden anwendet, dann fliegt der andere. Und äh, Bruce Lee hätte also diese Kraft gehabt und deswegen hätte er auch so ein kurzes Leben. Ne? Also es ist, ja, deswegen hat also jemand äh, ist also rückwärts in den äh, Pool gefallen, in den pool gefallen, weil Bruce Lee ihn da so ein bisschen äh, ganz kurzen Schlag gemacht hat ne? und äh, ich weiß nicht, wo ich den Menschen noch äh, anders hinstecken soll, als ihr werdet ihn gleich sehen im Weltökonomieforum. Aber es gibt ganz viele wahrscheinlich Milliarden von Menschen, die das Weltökonomieforum nicht kennen und deswegen dem Mann vertrauen, weil er ja so ruhig ist und so weise ist und so viel grinst und halt so schlaue Sätze dann erzählt und äh, ach ja Es ist, es ist völliger Aberglaube. Man ne? ist immer wieder typisch im asiatischen, wo man halt glaubt, die Leute hätten jetzt besonders viel Ahnung. Dabei haben die halt einfach nur besonders viele Erzählungen, die dann halt besonders abergläubig sind. Ne? Der eine glaubt ans dritte Auge, der nächste glaubt an äh ein paar in der, Bibliothek, der übernächste kommt, glaubt an Demak, er glaubt jetzt hier an Manipuraka und jeder hat da so seins, ne? Und dann kannst du noch Taoismus, Buddhismus, Hinduismus, falls es da alles gibt, kannst du noch alles in, eine, in einen Kochtopf tun und dann kannst du dir noch irgendetwas raussuchen. Du findest immer irgendetwas, was auf irgendjemanden jetzt äh, Anziehungskraft ausübt. Äh, Hauptsache, man muss nicht ein Buch lesen oder Hauptsache, man folgt wieder einem Menschen, ne? folgen elf Menschen oder elf Millionen Menschen folgen diesem Mann hier. Eine Manipuraka ist ein im Nabelzentrum ein Chakra, das dritte Energiezentrum. Da, da musst du natürlich dann auch wiederum dran glauben. Ne? Das ist alles eine Unterteilung. Ja, es gibt auch ein shurangama Sutra. Die werden dann die Soldaten der fünften Dämonenarmee werden dann ihre Köpfe in Unterwerfung senken und es nicht wagen sich der gewaltigen Kraft des shurangama Mantras zu widersetzen. Da muss man aber schon eine ganze Menge Vorstellungsvermögen haben. Wahrscheinlich braucht man dafür auch dann ein sogenanntes drittes Auge. Drittes Auge gibt es in der Bibel nicht. Gott hat dich nicht aus äh, Zufall mit zwei Augen dann halt äh, bestückt, damit du auch räumlich sehen kannst. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wie gesagt, ich habe nichts gegen die Menschen. Ich kenne einige Buddhisten und die sind da so von überzeugt, dass die ja so ganz viel meditieren und alles aufgreifen, was in diesem... Kulturkreis dann eben äh, zu tun hat, die sie also dann auch nur noch ähm, indisch zum Beispiel ernähren und, und solche ganzen oder asiatisch generell und äh, spezielle asiatische Medizin dann benutzen und ja, ist jeder so wie er meint. Solange wir Religionsfreiheit haben, bitteschön. Ne? Es gibt halt Menschen, die glauben an eine gewisse Lebensenergie, die heißt dann äh, Shi oder Ki oder in Japan äh, Reiki, äh, Orgon in Deutschland bzw. Europa. Ne? Und dann gibt es noch einiges anderes, Prana in Indien. Also jeder hat da so seine Idee, ähm, was dann so äh, das Leben dann irgendwie bewirkt und wie die Lebensenergie dann so aussieht. Äh, die Bibel ist da ganz eindeutig, <laughs> aber äh, die fragt ja keiner anscheinend. Ne? Es gibt ja unheimlich viele Gurus und jedes Mal fallen wieder irgendwelche Menschen auf Rein, vor allen Dingen auch die... Äh, die, die jungen Menschen, die halt einfach noch recht ungeprägt sind oder die halt festgestellt haben, irgendetwas äh, geht ja vollkommen schief, aber wir wissen nicht genau was. Also glauben wir erstmal an uns. Und deswegen gibt es natürlich auch viele, die Buddhismus jetzt beispielsweise praktizieren in den Hochschulen oder an den Hochschulen, weil diese Menschen logischerweise dann, wenn sie ein gewisses Intelligenzniveau haben, dann auch überall bestärkt werden dass sie halt besonders intelligent sind. Und je intelligenter jemand ist, desto mehr ist er dann wahrscheinlich dann auch äh, affin dazu, dass er dann an sich selber so denkt oder von sich selber so denkt, dass er sich dann wirklich dann schon für so unfehlbar oder gottgleich oder halt besonders gescheit hält. Und das ist halt immer eine Falle. Ne? Du, man kommt halt nur erstmal zum Lernen hier auf die Welt und jeder lernt jeden Tag dazu ne? und nicht jetzt. Äh, nur bis zum so und so vierten Lebensjahr und plötzlich hast du studiert, hast irgendeinen akademischen Titel und äh, danach bist du halt einfach so für viele normale Menschen oder kleine Geister oder wie man immer die auch jetzt da benutzen möchte oder benennen möchte, die Menschen, bist du dann plötzlich hier der, der Held und äh, jemand, der erleuchtet ist. Ne? Nur weil du halt einen Doktortitel hast oder eine Doktorarbeit geschrieben hast und dann über das Liebesleben der Ameisen referieren kannst. Das äh, hat aber nichts mit wirklichem Wissen dann zu tun. Ja, er hat beispielsweise, also wir reden jetzt hier über den sadguru, der uns erzählt, dass Bruce Lee die übernatürlichen Kräfte hätte wegen Manipuraka, wegen dem äh, Chakra oder wie auch immer seine komplette Erklärung lauten mag. Ähm, er hat mal darauf geantwortet, auf die Frage, was passiert denn, wenn ich diesen äh, C-Virus bekomme. Und dann hat er hat dann gesagt, das beste Ding ist, wenn du infiziert bist, dass du eben den Rat deines Doktors befolgst und dich isolierst, sodass eben das... Äh, 10, 19 nicht mehr an irgendjemand anderen dann weitergetragen werden kann. Und ich denke, jetzt weiß man auch spätestens wirklich jetzt, wer da jetzt welches Spiel spielt. Und der Herr Sadhguru spielt hier ein ganz, ganz dunkles Spiel. Und er gibt auch dann ganz offen zu, wofür er eigentlich da ist und ist dann im Weltökonomieforum. Es geht also darum, dass dieser Mensch mitwirkt an einer neuen Ordnung der Welt und mitwirkt an dem Zerfall der alten Ordnung und dass er einer der Profiteure davon ist. Und mit elf Millionen Folgern ist er natürlich ein Influencer zumindest. Und äh, ich würde mich mehr gerne dafür interessieren, wer dann so alles diesem Menschen dann Geld überweist. Ich würde mich nicht wundern, wenn da gewisse Organisationen hinterstecken, stecken, die ich jetzt nicht benennen kann, weil ich das nicht recherchiert habe. Aber das einzig Wichtige zu wissen über den Mann ist hier, dass ähm, er... Ausgesagt hat, und dieses Video ist viral, ist also wirklich online, dass er im Weltökonomieforum gesagt hat, ich rede über Bevölkerung, Sie wollen mehr Seelen und ich möchte weniger auf dem Planeten. Ja, also er ist für Bevölkerungsreduktion und er lacht noch so richtig hämisch dabei. Das, äh, glaube ich mir, ist dann so der Ein schlagende Beweis dafür, welchen Geist dieser Mensch dann hat. Und die Bibel sagt ja nicht umsonst an ihren Früchten sollte sie erkennen, also nicht das, was der Mann jetzt hier so seinen Jüngern erzählt, sondern was er dann plötzlich über sich preisgibt und sagt, ich möchte einfach weniger Menschen hier haben. Ne? Und äh, ich denke, seine Millionen Jünger werden dann noch sagen, ja, das ist auch logisch. Ne? Wir sind ja schließlich im Zeitalter der Vernunft, Age of Reason, und die verstehen gar nicht, dass da eine dicke Agenda hintersteckt und äh, dass der Mann hier wirklich sich da richtig äh, Richtig gut dafür entlohnt wird, ne? Mit 11 Millionen Followern, da kann er alleine schon wahrscheinlich von seinem YouTube-Kanal leben. Naja, gut. Gönn ich ja jedem, ist ja gar keine Frage, aber mit der Einstellung, dass man weniger Menschen haben möchte, ist er auf derselben Schiene wie ein Herr Bill Gates und viele andere auch. Und deswegen gibt er auch so tolle Ratschläge, dass man lieber zu Hause bleibt und dann eben nicht irgendetwas verteilt, weil wenn du zu Hause bleibst und isoliert bist, dann kannst du ja gar keine Interaktion mehr machen und dann entstehen auch wiederum weniger Kinder, ne? Herr ja, Satguru. Also, wenn ich mich selber schon Guru nenne, dann leidet der Mensch nicht an unter einem unterentwickelten Selbstbewusstsein. Das Weltökonomieforum ist natürlich das Forum, dem Klaus Schwab davor steht seit Jahrzehnten, der dann sagt, in 2030 werdet ihr nichts mehr besitzen und glücklich sein. Ja, und das ist eben dann für die, den Segen oder für die Rettung der Nation und Menschlichkeit und so weiter und so fort. Ne? Humanity ist übrigens nicht wirkliche Menschlichkeit. Ne? Human heißt nicht Mensch, ne? Human ist eigentlich Mankind. Also Mankind hieße dann Menschheit, aber hier nochmal das Video. Aber ist jetzt auch egal. Ich, ihr könnt es ja selber nachgucken. Ja, ich rede über Population und sie wollen mehr und ich will weniger. Grins, grins, grins und lach, lach, lach. Ah, ja, und er lacht sich da kaputt, weil er weiß, dass seine Meinung von den Reichen und Mächtigen dieser Welt aus gewissen Gründen geteilt wird, ne? Die Bibel spricht davon: geht hin und mehret euch und gibt viele Menschen, die halt genau im umgekehrten Geist unterwegs sind und sagen: ach, viel zu viele Menschen und froh sind über jeden, der hier nicht ist oder nicht mehr ist. Und er hat gesagt: ihr müsst immer Distanz fahren, ne? Freund oder Feind, ne? minimalen Kontakt mit People und Distancing und also, weil er ist, ist voll auf Linie. Und deswegen ist der Mann noch eigentlich ganz simpel. Er ne? ist einfach ein Märchenerzähler, der fürstlich entlohnt wird und der halt jetzt schon elf Millionen Menschen davon überzeugt hat, dass es wert ist, ihm zuzuhören. Hm. Also er spricht jetzt hier über Bruce Lee und ihr wisst ja jetzt schon, dass der Mann nichts Gutes im Schilde führt. Er hat gesagt, also das war ein übernatürlich, und äh, da habe ich mir gedacht, übernatürlich, okay, kenne ich schon, ne? von Juval Harari, der dann äh, als, äh, ja, als israelischer Geschichtsprofessor Bücher schreibt und sagt, wir werten Menschen wirklich zu Göttern auf, ja, das hat alles mit Transhumanismus und so zu tun. Ja, das wird eine spannende Zeit. Ne? Transhumanismus ist auch interessant, weil wenn jetzt der Satguru sagt, der war übernatürlich und der Herr Harari sagt, ja, äh, äh, Menschen sind hackbare Tiere, hat er wirklich so gesagt, und wir äh, werten Menschen wirklich zu Göttern auf, dann ist es nichts anderes als das Versprechen der Schlange zu Eva im Garten Eden. Ja, ich zum 150. Male, dass sie gesagt hat, ja, also... Äh, äh, Ihr werdet gewiss nicht sterben, ne? Ja, das war die erste Lüge, ne? Ihr werdet sein wie Gott oder wie Götter und ihr werdet gut von Böse unterscheiden. Ja, gut von Böse kann ich jetzt dann unterscheiden, wenn ich böse kennenlerne. Ne? Im Paradies war aber alles perfekt, also alles gut. Und das ist natürlich dann noch eine vorsichtige Geschichte, wenn man dann plötzlich sagt, oh, ich möchte mal die böse Seite kennenlernen. Ich habe jetzt schon genug böse Sachen hier kennengelernt, aber es geht ja jetzt im Augenblick nicht darum, sondern um die Übermenschlichkeit von dem Herrn Lee. Stelle ich mir einfach mal vor, ich würde die Aussagen verbinden von dem Herrn Satguru und von dem Herrn Yuval Harari, den wir eben gesehen haben, über den ich auch schon mal so ein ganz, ganz kurzes Video gemacht habe auf dem Punkt äh, Folge 4 oder 5. Gut, also wenn wir weniger Menschen auf diesem sogenannten Planeten, der gar kein Planet ist, dann haben wollen und gleichzeitig werten wir Menschen zu Göttern auf, dann kann es meiner Meinung nach nichts anderes bedeuten als wie Euthanasie, wie drittes Reich, dass wir also das also dann gewisse Menschen sagen dass die eben Menschen nicht mehr haben wollen, die gewisse körperliche Einschränkungen haben, um das mal ganz, ganz, ganz mild auszudrücken, dass wir insgesamt weniger Menschen haben wollen, oder also die zumindest, und dass diese Menschen, die die Elite haben möchte, die möchten, sollen aufgewertet werden, damit sie vielleicht produktiver sind, stärker sind, schneller sind, weniger schlafen müssen und 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 und. Und, und es gibt wahrscheinlich auch noch irgendwelche Upgrades, die man dann fahren kann, so, so, wenn man dann schon äh, irgendwie so transhuman ist, äh, dass man dann angeschlossen wird an irgendeine Maschine oder was weiß ich, keine Ahnung. Dass man dann mit einer Brille irgendwie programmiert wird. Ich bin ja mal gespannt, was da alles so an. Sachen kommt, dass dann also dann man ein Programm hochladen kann, das dann heißt Bruce Lee. Und dann kann man genauso schreien wie Bruce Lee und dann ist man auch viel, viel schneller von seinen Reflexen her und dann hat man dann schon gewisse Grundbegriffe der Kampfkunst drauf und meinetwegen besseres Balancegefühl oder was weiß ich, was die da den Menschen dann da erzählen. Und dann wird es garantiert Millionen von Menschen, die dann sagen: Boah, ich möchte genauso ein Sixpack haben wie Bruce Lee oder ich möchte genauso äh, schnell sein wie Bruce Lee. Der andere will dann schneller rennen können, wie User in Bowl. Der nächste will dann äh, besser boxen können. Der vierte will dann sich besser Dinge merken können. Der fünfte wird dann gerne, was weiß ich, was da alles gibt in Zukunft, sieben Finger haben. Ich habe, ich lasse mich da echt überraschen. Ich bin eigentlich so äh, zufrieden mit dem Körper, so wie er ist, denn der ist mir halt einfach äh, gegeben. Ich habe da nicht viel dran gemacht, außer dass ich den mal wasche und mich anziehe und solche ganzen Sachen und versuche mich einigermaßen vernünftig zu ernähren. Aber es gibt garantiert genug Menschen, die, egal welches Risiko da jetzt ist, die sich upgraden lassen wollen, damit du dann irgendwann mal übermenschlich bist. Ne? Und plötzlich kannst du dann, ich weiß es nicht, viel schneller rennen und höher hüpfen und was da noch alles kommt. Ne? Ich meine, es gibt ja noch andere Sachen, aber nee, 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 nee. Ich weiß ja nicht, wo ihr da gerade dran denkt. Aber ich denke auf jeden Fall jetzt gerade an Bruce Lee. So, jetzt geht der Film noch hier mal weiter, oder? Ja, die beiden Engländer hier mal ein bisschen schneller sprechen können. Also, Bruce Lee konnte wirklich unglaublich schnell sich bewegen, gar keine Frage. Und, äh, ach nee, nicht schon wieder hier, diese ganzen Blödsinn hier, das, was gar nicht stimmt. Und es gibt auch andere Menschen, beispielsweise jetzt hier, Van Kam Leon, der hat äh, gesagt, hier, dass also Bruce Lee einen Spitzname hätte, Bruce Three Kicks, weil er halt einfach so schnell. Äh, treten konnte und äh, so tolle Kräfte hätte, er könnte also hier einen Menschen über Kopf heben und, und so weiter und so fort. Mag auch alles seine Gründe gehabt haben, warum, ne? hartes Training und äh, vielleicht auch noch eine spezielle Diät und spezielle Ernährungen und äh, was weiß der Geier oder weiß er nicht. Aber Menschen möchten natürlich gerne äh, größer, stärker, besser sein vor allen Dingen natürlich Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr unterdrückt sind oder jetzt, wenn man jetzt überlegt, es gibt über eine Million Chinesen, wenn man den offiziellen Zahlen glauben darf. Ja, so viel dazu. Also diese ganze Übernatürlichkeit oder dieses Übermenschliche, was dem Herrn Lieder angedichtet wird, hat also dann äh, garantiert auch zur Folge, dass es dann äh, Menschen gibt, die sich dafür interessieren würden. Ne? Gibt ja auch Menschen, die möchten gerne stärker werden, aber so Übermenschlichkeit, wenn ich jemanden hochhebe, dass die eine Sache, ähm, guckt euch mal den Mann unten drunter an und das scheint keine Fotomontage zu sein. Ich habe also andere Athleten auch gesehen, die schaffen so ein 400, 500, 600 Kilo Pferd mal eben zu tragen und damit zu gehen. Ne? Das ist eine andere Hausnummer als einen Menschen von 80 Kilo oder 90 Kilo da nach oben zu hieven äh, mit so einem Pferd durch die Gegend zu laufen. Ne? Ich meine, das ist natürlich jetzt äh, das Pferd von hinten aufgezäumt. Ne? Das Pferd soll ja eigentlich den Menschen tragen. Ne? Von daher ist dieses Bild ja schon lustig. Aber diese Übermenschlichkeit wird uns beziehungsweise der Generation, die gerade so am Drücker ist, ja also jetzt hier permanent zur Schau gestellt. Ne? Mit Transformers und äh, mit jetzt hier beispielsweise Matrix. Äh, der Eine ne? hier Neo, the One, ja der jetzt hier Kugeln ausweichen kann, weil er jetzt sich jenseits von Zeit und Raum bewegt. Ne? Da, Herr Einstein, der würde schlecht werden, würde sagen, wo ist denn da die Krümmung? Ne? Aber ja, Spaß beiseite. Der Mann oder die ganze Geschichte hier ist natürlich überhaupt nicht sauber und ist natürlich auch wieder Tricktechnik. Aber es gibt viele Menschen, die sogar in der Vergangenheit von sich behauptet hätten, sie wären jetzt hier kugelfest. Ne? Und das Experiment ist dann immer tödlich geendet. Aber gut. Tja, also die Frage ist. Mit Film kannst du hier alles machen, die Frage ist ja, ob die Filme von Bruce Lee jetzt äh, wirklich jetzt alles zeigen oder halt vielleicht auch Sachen verdecken oder ob Sachen jetzt hier schneller gemacht worden sind oder was da getrickst worden ist. Das getrickst worden ist, das ist teilweise offensichtlich, hat aber jetzt mit der Geschwindigkeit nichts zu tun, sondern äh, mit Doubles getrickst worden und solche ganzen Geschichten, aber das hält sich im Rahmen, also Bruce Lee ist, ist, ist trotzdem ein phänomenaler äh, Kampfsportler, gar keine Frage. Und ähm, jemand, der jetzt hier äh, in der Dokumentation sagt, ähm, er konnte dich also lesen, bevor du dann eben äh, die Aktion ausgeführt hast. Und das ist das, was ich immer gesagt habe. Das heißt ja einfach Jeet Kundo, dass ich also äh, der Weg der abfangenden Faust, dass ich also schon die Aktion, die der Gegner macht, im Keim ersticke und dann schon meine Gegenaktion fahre. Das ist eben das Einzige, was funktioniert, weil der Gegner immer im Vorteil ist. Und du kannst ja nicht erstmal warten mit dem Blocken oder nicht reagieren, wenn der Gegner die Aktion ausgeführt hat. Denn du musst ja schon äh, vorher wie nannten wir das damals mal auf der Hut sein? Mhm. Ja, also er konnte dann seine Gegner lesen. Heißt der Mann hatte also eine ganz besondere Gabe, sage ich jetzt mal, äh, Reaktionsvermögen und äh, Aufmerksamkeit ne, und und wie auch immer. Ja, er war also dann sehr sehr. Was kommt jetzt? Jetzt haben wir hier einen Bruch drin, Lucid. Also, he was very lucid, also er war sehr klar, also er war sehr äh, transparent und äh, hat sich also dann auf jeden Fall immer auf den Gegner einstellen können. Ne? Was dir nichts nützt, wenn du dann zehn Gegner gleichzeitig hast. Aber hier ist also sein bekanntestes Interview, diesmal in Farbe, endlich mal. Sein Name ist Bruce Lee und das kennen wir ja alle schon. Und wenn man halt in so einer Großstadt groß geworden ist wie Hongkong, wo halt Geld alles ist oder Macht alles ist, dann ist man leider davon geprägt. Ich wäre mal daran interessiert, äh, zu wissen, wie denn so das normale Landleben der Chinesen ein paar hundert Kilometer weiter aussieht. Aber äh, der Nationalstolz der Chinesen und einer der Nationalstolze von Chinesen ist eben die Kampfsportkunst Kung Fu. Das ist alles 30% zu schnell oder 40% zu schnell. Es geht auch jetzt gar nicht um die insgesamte Geschwindigkeit. Wir können die gerne mal zurückspulen, bevor man jemand sagt, von wegen, ich würde hier tricksen, das tue ich nicht. Ich habe nur leider irre wenig Zeit und deswegen habe ich das hier immer öfters mal so auf äh, schneller gestellt. Ich mache mal hier Geschwindigkeit und dann normale Geschwindigkeit. Dann gucken wir uns das nochmal an. Das ist normale Geschwindigkeit. Wenn das jetzt laufen würde. Am liebsten ruckelfrei. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber... Ja, was soll man dazu sagen, der Mann war ein halt ein geborenes Talent und hat vor allen Dingen auch schon äh, vorher Tanzunterricht gehabt, war Hongkongs Cha-Cha-Champion gewesen, im schlanken Alter von irgendwie 17 oder so. Hm. Ja, und äh, damals war so ein seiner Vorbilder äh, James Dean, der amerikanische Superstar, und ich habe ein Buch gefunden bei mir. <laughs> Und das habe ich also, ich weiß nicht, Jahrzehnte nicht mehr gelesen. Und da steht also ein Artikel drin, jeder Mensch ein Supermann. Karate kann auch zu friedlichen Zwecken eingesetzt werden, etwa um in einem Gebäude abzureißen. Ja, das ist ja meine Sache. Ja, Meditation dient als Bitte Stress abzubauen und um neue geistige Höhen zu erreichen. Und hier steht drin, ist es möglich, jemanden ohne direkte zu auszuschlagen? Es gibt verblüffende Macht des Geistes. Und da sind wir schon wieder bei dem Mack und bei tausend anderen Sachen, die niemals bewiesen worden sind. Es ist halt alles ganz viel Glauben dabei. Und warum ich jetzt dieses Buch bzw. diesen Artikel jetzt hier benenne, ist jetzt, glaube ich, auch gleich klar. Geht nicht nur um Meditation, die natürlich jetzt hier mit dem langhaarigen Guru dann wieder irgendwo in den asiatischen Raum abdriftet. Nee, nee. Kommt jetzt sofort. Also, inneres Feuer, Biofeedback. Und hier steht ein Artikel drin, Meister des Kung Fu, übermenschliche Fähigkeiten kommen auch bei vielen östlichen Kampfsportarten ins Spiel. Und wer ist denn da abgebildet? In seinen Filmen Enter the Dragon zerschmettert Bruce Lee einen Gegner mit einem Kung-Fu-Schlag. Kung-Fu gehört zu den zahlreichen Kampfsportarten, bei denen Körperkraft durch geistiges Training erzielt wird. Ja, aber du musst erstmal äh, auf jeden Fall auch deine Muskeln und deine Reflexe und alles dann halt dementsprechend parat haben. Ne? Nur der Kopf, der bringt dir dann auch nicht. Ne? Ja, so ist das. Eiserner Wille und so weiter und so fort. Also ihr wird wieder äh, in dem Kontext über natürlich, oder Superman, Bruce Lee benannt, ne, ist also wieder typisch eben. Ja, und Bruce Lee war so der Erste, der dann so die Männlichkeit der Asiaten dann betont hat mit, äh, ja, mit, mit Kampfsportkunst, mit äh, nackten Oberkörper, mit dementsprechender Muskulatur und Definition, war damals so nicht üblich und nicht bekannt, ne? Damals waren Menschen halt äh, ganz normal gebaut und der Herr Lee hat dann extra seine Figur dann so eingerichtet, dass er dann eine besonders ausgefallene Figur hatte mit trapezförmigem Rücken und ja, eben Sixpack. Es ne? gab schon die Darstellung von Chinesen im Film, beispielsweise hier von Christopher Lee, Dr. Fu Manchu, aber er ist nicht Chinese, ne? er hat sich einfach nur so ein bisschen Bart angeklebt und dann war es das, ne? Der David Carradine hat sich da konsequent äh, die Haare abrasiert, aber das sind eben keine Chinesen. Ne? <laughs> da hat man dann halt wieder den äh, amerikanischen oder den äh, eurasischen Typen genommen und hat den dann einfach jetzt hier so als Chinesen äh, verkauft, was er nicht ist. Das ist also alles dann noch mehr gelogen als sonst so, ne? Und der einzige Chinese, der ein bisschen schlauer sein durfte der sich zeigen durfte, das war dann hier so Charlie Chance und dann so eine Nummer sowieso. Aber hat eben noch mit Männlichkeit eben wiederum nichts zu tun. Ne? Hat eben dann hier wieder mit äh, Intellekt zu tun und Klugheit und Scharfsinn und so. Aber wenig mit Körperlichkeit. ne Noch schlimmer hat es dann die 1960er erwischt, äh, wo wir dann damals die Ponderosa geguckt haben. Oder jetzt hier den deutschen Titel davon. Äh, ja, nicht Cartwright, sondern hier Bonanza. Haben wir hier auch. Kommt jetzt genau, ja, da ist jetzt hier die Familie Cartwright, die irgendwie nur aus Kernen besteht, äh, ist jetzt hier mit Hop Sing, mit dem äh, bekannten chinesischen Koch, der dauernd kündigen will. Und der ist also letzten Endes als auch hier nur so der Tollpatsch und auch nur so eine Randfigur, aber hat also niemals irgendeine andere Rolle als äh, anderen Menschen das Essen zu kochen. Ne? Und das ist natürlich eine der Sachen, die dem Herrn nie überhaupt nicht gefallen hat. Er hat gesagt, also ich möchte jetzt hier den äh, Typus des äh, asiatischen unterwürfigen Dieners jetzt irgendwann mal beenden und jetzt mal selber hier der Held sein. Und äh, da waren die 60er also gar nicht bereit, zuerst erstmal jetzt einen äh, asiatischen äh, Held oder einen äh, Hauptdarsteller irgendwie dann da in Filmen da zu verkaufen, waren allen Filmstudios aus guten Gründen dann eben viel zu riskant. Und jetzt sehen wir hier, und das fand ich so witzig in dem Film, The Way of the Dragon oder zu Deutsch die todeskralle schlägt wieder zu, bloß nie in dem Oberapart mit eines Restaurants sitzen. Also da hat er sich dann vielleicht nicht unzufällig dann auch ein chinesisches Restaurant in Italien ausgesucht. <laughs> ja, als äh, Konterkarikatur irgendwie zu Ponderosa, wo es einen chinesischen Koch gab. Ne? Also hier gibt es ein ganzes Restaurant, was den Chinesen schon mal gehört, was man dann hier sieht. Ja, das ist schon so eine Sache. Ne? Und das sind also jetzt hier so die Angestellten, die dann so heimlich äh, Kampfsport irgendwie üben. Es gibt dann fünf Tiere im Kung-Fu. Das ist der Kranich, der Drache, der Affe, die Schlange und der Tiger. Und der Drache wird natürlich so als mächtigstes Tier gesehen. Ne? Sieht man jetzt hier so ganz kleine Flügelchen hier und dann halt äh, ein Schwänzchen hier. Und ja, also Wing Chun hat er im Jugendalter angefangen und nach äh, nur ein bisschen Training, hat er also gar nicht weiter, also gar nicht jetzt so viele Jahre trainiert, ähm, hat er dann Chacha gemacht und ist dann rübergekommen, hat dann auch direkt seine Kampfsportschule aufgemacht und. Also hat er erstmal Hinterhöfen und so dann äh, äh, trainiert. War also dann sehr, sehr selbstbewusst, sehr lieb. Ähm, Sein Vater war also ein sehr, sehr bekannter äh, Peking-Opera, Oper-Darsteller, also Oper, nicht Opa, Oper-Darsteller. Und dann im Alter von ungefähr drei Monaten hat er dann direkt als Baby oder als Kleinkind äh, gespielt in dem Film Golden Gate Girl, ne? Diese Frau, die dann offen lesbisch war in den 1930er, 40er, ne? das ist auch schon so eine sehr seltsame Sache. Ne? Ja, Brussel hat dann das katholische salle College, College besucht im Alter von zwölf Jahren und 1956, wegen auch seinen schlechten Noten und so weiter, wurde er dann also dann überwiesen an das ziemlich neu aufgemachte saint francis Xavier College, wo er also dann Unterstützung fand oder einen Mentor, einen Unterstützer fand durch den Bruder Edward, ein... Lehrer und eben auch der Trainer des äh, Schulboxkampfteams. Und 1958 hat der Herr Bruce dann eben das äh, Hongkong-Schulturnier gewonnen und eben dann den anderen Champion, den alten Champion, dann da eben K.O. geschlagen. Tja, das hatte damals ganz neu aufgemacht. Ich glaube, das bestand zu der Zeit, wo er da war, zwei oder drei Jahre oder so was. Ich. Hier 1955 aufgemacht und 1958 war er da. Also es bestand dann gerade maximal drei Jahre. Ne? Eine reine Jungenschule. Ja, die Schule wurde eigentlich gegründet in Shanghai, also im Festland 1874. Und dann in Hongkong, äh, dann eben dann neu aufgemacht in 1955 und eben dann Saint-Francis-Xavier-College genannt, um eben genau diese Verbindung zu haben zum Saint-Francis-College in Shanghai auf dem Festland, ne? Was haben wir damals gesagt in der Sendung hier von Griesinger, die Jesuiten? Die vollständige Geschichte. Da haben wir gesagt, dass eben dann Ricci, Schall und Verbiest eben China im 17. Jahrhundert, also 1600 und ein bisschen, dann da schon erobert haben und dann eben mit ihrer Avantgarde-Technik dann eben den kaiserlichen Emperor da, da den chinesischen Kaiser dann da bezucht haben und überzeugt haben, dass die also dann auch dann teilweise ganz ganz hochrangige Menschen unterrichten haben unterrichtet haben und dann in China äh, Fuß gefasst haben ne? nachdem der Franci Xavier ich glaube 14 Kilometer oder so geht die Geschichte vor dem äh, vor der chinesischen Halbinsel dann da irgendwie dann äh, gestorben ist aber das ist hier das originale Schullied das heißt Saint-Francais äh, übernimmt die Führung äh, äh, nicht Alleine für den weltlichen Ruhm, für Erfolg und Ehre, Wohlstand oder den Namen für Gott und die Treue. Der erste Platz, den beanspruchen wir, die Jungs vom Saint Francis Xavier. Tja, das ist schon interessant, ne? was die... Dass also ganz so viele Menschen, die in irgendeiner Art und Weise es in diesem Leben zu etwas gebracht haben oder zumindest äh, öffentlich bekannt sind, mit den Jesuiten zu tun haben oder hatten, und auch wenn es jetzt im Fall von Bruce Lee jetzt nur ein Jahr gewesen ist von (1958 bis 1959), aber die haben ihn dann wohl dann noch unterstützt irgendwie für weltlichen Ruhm und Erfolg und äh, Wohlstand und alles. Also hm. die sind da schon sehr sehr hinterher, äh, den Menschen klarzumachen, äh, dass man äh, dass sie etwas erreichen im Leben. Die Frage ist natürlich immer nur, was sie dann erreichen. Aber Bruce Lee hat es halt erster Chinese, wenn wir ihn mal so benennen, so geschafft, dass er in der ganzen Welt berühmt geworden ist. Ich glaube, es gibt keinen, bis heute auch keinen berühmteren Chinesen als Bruce Lee. Bei Mao Zedong bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber zumindest nicht im Schauspielberuf. Ja, und die Studenten beginnen dann wohl das morgendliche Gebet mit dem Vater unser und enden das Gebet dann mit äh, Saint Heiligen Marceline Champagnat bete für uns und Heiliger Francis Xavier bete für uns. Komisch, die Bibel sagt, die Toten schlafen und wissen nichts, ne? Aber anscheinend wissen das dann auch die Schüler nicht besser. Die kriegen das von ihren äh, Lehrern ja auch nicht anders beigebracht und glauben das dann, weil sie halt natürlich das auch dann nicht hinterfragen, weil als Student Hast du wahrscheinlich dann auch so viel zu tun, tausend Dinge am Tag auswendig zu lernen und dann auf Abruf dann irgendwie niederzuschreiben, sodass du dann in deiner Freizeit, ich kenne das von jungen Leuten, keine Lust mehr hast, irgendetwas nachzufragen oder zu recherchieren. Da willst du halt einfach nur dich erholen und ja, eben nicht mehr an die Schule und an solche ganzen Sachen denken. So, jetzt geht die Geschichte, dass eben im Frühjahr von 1959 Bruce Lee in einem anderen Straßenkampf gewesen ist und die Polizei wurde gerufen und äh, bis in seine späte Teenagerjahre waren eben die Straßenkämpfe dann immer häufiger und haben eben dann auch äh, inkludiert den Sohn einer berüchtigten und gefürchteten Triadenfamilie, also Familie, Entschuldigung, Family, Familie. Aus dem Buch von Bruce Thomas Fighting Spirit, was zu Deutsch so heißt wie Kampfgeist, kommt jetzt folgendes Zitat oder folgende Seite. Er hat also oft eine Messer mitgenommen oder halt hier äh, eine Kette als Waffe und so weiter. Und äh, eines Tages und so weiter wurde einer von uns zusammengeschlagen von einer Gang aus Kowloon und Bruce wollte Rache. Und äh, Bruce hat dann jemanden äh, so angegangen, als wenn er mit ihm reden wollte. Aber als er dann nah genug war, äh, hat er sie dann ohne Grund geschlagen. Also der Herr Bruce Lee war so also extrem äh, sehr, sehr gewalttätig laut dieser Ausschilderung. Ne? und deswegen ähm, waren diese zwei, die da geschlagen worden sind, wohl Mitglieder einer lokalen Triaden, also Mafia-Familie und William Johns Vater, der war dann damals so der Kumpel von Bruce Lee und teilweise hat er dann gesagt, der wäre sein Bodyguard gewesen. Ja, der musste dann einschreiten, also sein Vater und musste dann eben das äh, dann irgendwie dann so vermitteln. Und äh, Bruce Lee hat sein jüngerer Bruder gesagt, hat also niemals zweimal gefrachtet, um einen Kampf zu haben. Er war also ja, sehr sehr aktiv in dem Bereich äh, finde ich jetzt nicht äh, erstrebenswert, aber es hat seinen Grund, warum der Mann Kampfkunstexperte dann geworden ist. Ne? Sind in der Regel nicht die Menschen, die einfach nur den ganzen Tag lesen und Briefmarken sammeln. Ja, und sein Vater hat sich dann entschlossen, dass er eben Hongkong verlassen müsste, weil er eben dann äh, sicherer und gesünder dann in den Vereinigten Staaten leben könnte und dann sollte er da Karriere machen. Das ist die offizielle Geschichte. Ich habe in den späteren Folgen noch ganz andere Variationen dazu. Ja, und deswegen kam angeblich der Polizeidetektiv zu ihm und hat gesagt, Entschuldigung, Mr. Lee, also Papa Lee, äh, ihr Sohn ist wirklich äh, ganz schlecht in der Schule und wenn er so also weiter so macht mit den Kämpfen und so weiter, muss ich ihn in den Knast stecken. Ja... Und das war der angebliche Hauptgrund, um ihn rüberzuschicken in die Vereinigten Staaten. Ja, da er Schauspielersohn war eines bekannten chinesischen Schauspielers, wusste er natürlich auch genau, wie man jetzt jemanden irgendwo da jetzt in Szene setzt. Deswegen hat er jetzt beispielsweise bei seinen Showauftritten, wenn er jemanden jetzt ge 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 geboxt hat, den direkt auf den Stuhl verfrachtet, damit das dann theatralischer aussieht. Wenn der andere dann nach hinten fällt, muss er dann das Gleichgewicht verlieren, wenn er dann den Stuhl berührt mit seinem Hinterteil. ne? Ja, so macht man das dann eben, ne? Dass das halt einfach dann eindrucksvoller auswirkt, ne? Oder aussieht. Aber das hat natürlich nichts äh, gegen die Kampfkunst von Bruce Lee. Es ist einfach nur so, dass er Schauspieler war und eben auch seine Sachen, die er konnte und gemacht hat, dann eben dann äh, entsprechend äh, wirksamer aussehen, ne? Wenn er dann solche ganzen Spirenzien macht, ne? ne? Das sieht da viel eindrucksvoller aus, als wenn jemand nur äh, zwei Schritte nach hinten taumelt, ne? ne? Der Mann muss ja das Gleichgewicht verlieren, weil er halt einfach nicht nach hinten ausweichen kann, ne, sondern auf dem Stuhl landet. Ne, der dann wiederum die Bewegungsenergie absorbiert und dann nach hinten fällt. Und deswegen hat dieser Mann natürlich dann... Äh, und alle haben dann direkt so diesen Oh Moment. Und äh, das ist ja das, was der Herr Busli wollte. Der wollte ja letzten Endes, dass äh, er der bestbezahlteste Schauspieler wird äh, und 10 Millionen dann irgendwann mal hat. Der wollte ja nicht, dass er jetzt der weltbeste Kämpfer wird. Ne? Das war ja nicht sein Ding. Sein Ding war ja erstmal materiell äh, dazulanden, wo er meinte, hinzugehören. Ne? Tja, dann war er halt bei Batman und dann hat er halt mal äh, in anderen äh, Serien auch mitgespielt. Einmal war er auf dem Pferd und hat gesagt, wohl nie wieder. <laughs> Kenne ich, ich bin da genauso. Ich bin jetzt auch, finde Pferde toll, aber wenn ich auf dem Pferd sitze, bin ich auch wieder froh, wenn ich dann runter bin. Bei Marlow hat er mit James Garner, der dann später Detektiv Frogwort gespielt hat, er da mal so, so einen riesen äh, Flugkick gezeigt und äh, ja. Longstreet und äh, dann hat er halt seine Hauptfilme gemacht und ist damit dann halt weltberühmt geworden. Ne? Ja, und immer geht's nur um Tod und so weiter und so fort. 1970 hat er angeblich seinen vierten äh, sakralen Nerv dann halt zerstört bei der Übung Good Mornings, wo du dich mit einer Langhantel auf dem Rücken bestückst oder auf den, hinten auf dem Nacken, äh, dich dann nach vorne beugst, als wenn du dich dann eben Guten Morgen verbeugst. Und angeblich war das äh, genau diese Geschichte. Allerdings schreibt er, und das ist also millionenfach kolportiert, dass es dann so wäre. Er schreibt aber jetzt hier auch, äh, dass es eben seinen äh, unteren Rücken dann halt äh, maletriert hätte durch äh, Tonnen und Tonnen von Übungen, Exercises. Und hier steht also jetzt nicht per se. Ähm, Good Mornings drin und es gibt auch andere Aussagen dazu, die sehr lustig sind, weil es das lustig ist, dass niemand irgendetwas beweisen kann und die ganzen Internetgerüchte jetzt unendlich fortschreiten, was ich sehr sehr bedauerlich finde, weil es also der Anteil des, der Sache, die da unterm Strich überbleibt, ist erschreckend gering, weil jeder interpretiert jetzt irgendetwas in diese Exercises mit dem Anführungsstrichen jetzt hier rein, ne? pinching a nerve. Ja. And ja. Tja, und Tom Bleeker, der der nächste Ehemann gewesen ist, seiner Witwe, hat dann gesagt: Nö, nee, nö, nee, das hat mit Übungen nichts zu tun, das hat nicht mit Gewichtsübungen zu tun, es hat mit sexuellen äh, Aktivitäten zu tun, dass er dabei seinen äh, unteren Rücken dann irgendwie dann da gezerrt hatte und sich da einen Nerv eingeklemmt hätte oder verletzt hätte und wie auch immer. Das ist sehr spannend. Er hat gesagt, ich kann das beweisen und ich mache eine Wette mit jedem, der dagegen wettet und so weiter, wenn ich das offenlegen soll und so weiter und so fort. Er hatte die ganzen medizinischen Papiere. Und man könnte also gegen ihn wetten und dann eine fünfstellige Summe nennen. Aber das hat bis jetzt noch irgendwie keiner gemacht. Und äh, im Endeffekt ist das auch nicht, gar nicht so wichtig. Ich finde, das Ganze wird schon so sehr weit überstrapaziert. Aus einem ganz einfachen Gründen. Wenn der Bruce Lee diese ganzen Geschichten äh, so, wenn das so heftig gewesen wäre, ähm, dann hätte der nicht so kämpfen können. Ne? Das ist jetzt hier ein Jahr später oder so, 1971 in Indien. Äh, mit einem gezerrten äh, Nerv hinten im Rücken, mit tierischen Schmerzen. Da werden jetzt viele Leute auf die Barrikaden gehen und sagen: Ja, da klar, der hat Schmerzmittel genommen, noch in nöcher oder also sich Spritzen gesetzt. Also, ich weiß nicht. Ich halte das alles für komplett übertrieben, die ganze Geschichte da. Und vor allen Dingen, was komplett übertrieben ist, ist halt hier in der Dragon, die Bruce Lee Story, dass er dann also plötzlich bewegungsunfähig für Monate im Krankenhaus liegt. Das ist in seiner Biografie nirgends zu finden. Also es gibt unglaublich viel Lügen. Das ist echt unfassbar. Ja, in der Biografie von Matthew Polly, da gibt es sogar einen Artikel, wo ja drin steht, dass eben äh, sein Onkel die Bibel zitiert hätte, Deuteronomium 7,3 bis 4. Man soll eben nicht äh, gemischt heiraten und äh, niemanden seine Tochter geben äh, an äh, Andersgläubige sozusagen. Und das wäre natürlich oder das war natürlich dann die Variante mit Linda Lee und Bruce Lee. Die eine ist dann eben äh, aus USA und Bruce Lee ist dann halt Atheist und kommt dann aus China oder Hongkong. Und deswegen waren die Eltern alles andere als glücklich, aber da war halt äh, eine Schwangerschaft im Spiel und das ist auch der Grund, warum die beiden dann mehr oder weniger geheiratet haben. Meine Eltern hätten jetzt gesagt, die mussten, <laughs> ja, weil da hatte sich ein Kind angekündigt. Ne? Und Linda Ali hat dann gesagt: Nee, ich glaub da nicht dran, jeder ist äh, genau gleich in den Augen von Gott und, oder vom, vom Herrn und. Äh, ja, ich sehe das nicht so, dass jeder gleich ist. Also Gott, gibt es da schon ein paar Völkerstämme aus, die er nicht gut findet und wo er die Werke der äh, Nikolaiten und so weiter und so fort dann da eben verdammt. Also ja, 1970 hat er dann Filmverträge bekommen und da wurde er dann dann doch schon etwas so übermenschlich dargestellt. Er hätte also dann hier im großen Boss oder großen Chef jemanden direkt durch so eine Bretterwand geschlagen. Da sieht man nur noch die Umrisse von den Menschen. Also da das ist schon -mäßig, ne irgendwie so eine Komödie. Aber das ist halt, äh, um ihn da quasi wie so ein Supermann irgendwie erscheinen zu lassen. Ne? Der kann also Menschen durch die Luft wirbeln. Das Problem bei der Szene ist, dass es hier halt zwei Puppen sind, aber fällt nicht großartig auf, wenn der Schnitt schnell genug ist. Erst packt er die Leute an, die wirbeln so ein bisschen. Und dann wirbelt ja die Super die Puppen rum und dann kommt wieder ein Schnitt. Ne? Und im Augenblick hat er hier die Puppen an der, an der Mangel. Also, viele Menschen glauben dann, der war so übermenschlich, der konnte also zwei Menschen da durch die Gegend schurkeln. Nee, nee, das war nicht. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ist alles immer mit Rache und mit Aggressivitäten alles verbunden. Ne? Ja, also, ich finde das seltsam, was da passiert ist, aber die Asiaten hatten dann irgendwie so ein Nachholbedürfnis Anfang der 70er. Ne? Und dann hat er ausgerechnet im Kolosseum einen Kampf stattfinden lassen habe ich ja letztes Mal schon benutzt, also habe ich mir auch gedacht, also das ist ja wohl total geschmacklos, ne? da wo unglaublich viele Christen äh, umgekommen sind, ähm, da jetzt jemanden töten zu wollen in einem Film, ähm, angeblich ist eine Idee gekommen von Spartakus, ein Film mit Kirk Douglas, glaube ich, war das. Ja, aber wie gesagt, es ging einfach darum, dass jemand aus dem Osten in den Westen reingeht, genau wie in dieser äh, Filmserie Kung Fu, die ja eigentlich dann... Hätte machen sollen aber oder machen wollen, aber nicht machen durfte, weil er eben äh, die keinen chinesischen äh, Hauptdarsteller haben wollte. Ja. ja, hier haben wir eben Spachtakus, genau. Ja, hat gesagt: Nee, dann gehe ich nach Italien. Das mache ich genau wie Clint Eastwood. Clint Eastwood übrigens äh, Jesuit. Clint Eastwood äh, hat dann erstmal den Absprung nicht geschafft vom Fernsehen zum Film. Und dann hat er eben mehrere diese ganz billigen Spaghetti-Western gemacht, ne, für eine Handvoll Dollar und so weiter und so fort. Und sie hat dann gedacht, okay, dann äh, gehe ich eben nach Hongkong, das ist dann für mich quasi wie Italien für Clint Eastwood und äh, wenn ich dann berühmt bin und so weiter, dann gehe ich nach äh, Hollywood und räume da alles ab. Ne. Ja, da dann hat er gegen äh, Chuck Norris gekämpft, der gesagt hat, ich esse den Coronavirus zum Frühstück. Und ihm glaubt man das auch, weil Chuck Norris ist ja auch übernatürlich, der kann ja alles laut den Witzen zu urteilen. Blöderweise ist er angeblicher evangelikaler Christ, was ich nicht weiß, und glaubt an die Kreation, an die Schöpfung und eben nicht an die Evolutionstheorie, die ja aus guten Gründen Theorie heißt, weil es auch immer eine Theorie bleiben wird. Es sei denn, irgendwelche Leute kommen mit Hologrammen an und machen dir alles dann begreiflich, aber es äh, gibt also mögliche, über viele verschiedene Geschichten auf dieser Welt, um Leuten alles begreiflich zu machen. Und äh, der Herr Norris, äh, der hat dann eben äh, gegen den Herrn Lee gekämpft, angeblich im Kolosseum, meistens aber in der Kulisse in Hongkong, die dann aussah wie das Kolosseum. Und er ist dann umgebracht worden durch den Herrn Lee in diesem Kampf. Und äh, ja. also noch ein Christ, der im Kolosseum gestorben ist. Der Jack Norris hat das dann wohl mitgemacht, weil äh, der Film mit Bruce Lee seine Eintrittskarte ins äh, Showbusiness oder in den Film gewesen ist. Ne? Chuck Norris war damals nur bekannt als Karate-World-Champion, äh, Weltmeister, ich glaube Mittelgewicht oder so. Ja, Chuck Norris, der den Coronavirus zum Frühstück isst, genau wie wir alle eigentlich. <laughs> ja, er hat also dann auch ausgesagt, er wäre evangelikal und er würde also an die Kreation glauben. Das ist natürlich dann besonders. Äh, ja, perfide, wenn er dann derjenige ist, der als äh, Evangelikaler oder als Christ dann halt im Kolosseum stirbt. Aber angeblich hat das ja nichts mit nichts zu tun und angeblich war das ja so, dass der Chuck Norris den Film Spachtakus gesehen hat von 1960 und deswegen gesagt hat: Kolosseum, das ist genau mein Ding. Blöderweise war es auch genau das Ding der Römer, wo die die Christen umgebracht haben. Und deswegen ist das natürlich heutzutage so ein richtiges nationales. Äh, monumentales Denkmal Ja und Chuck Norris hat immer so ein bisschen das runtergespielt sein Verhältnis zu Bruce Lee, wobei hier der kung Fu Genius in seinem Podcast sagt, dass es da wohl in dem Notizbuch von äh, Bruce Lee dann Eintrag gebe über Chuck Norris, der am 11 Uhr morgens dann eben äh, mit ihm trainieren möchte am 5. Januar 1968. Kurz vor dem neuen Haarschnitt um 2:15 Uhr. Ja, ja. Ja, das war noch die gute alte Zeit ohne Handys, Mobilfone und so weiter und so fort. Ne? Und Chuck Norris hat dann wohl auch später sich entschuldigt, hat gesagt: Naja, also, Bruce Lee war doch super und äh, ich war dann doch so dein Schüler. Ich hatte früher immer alles abgestritten. Ja, angebliche Bilder sind das hier von einem Zweikampf zwischen den beiden, wo der Bruce Lee dann wohl irgendwie mal eine Aktion von Chuck Norris nicht so gut fand und ihm dann wohl mal einen draufgegeben hat. Aber niemand weiß etwas Genaues. Bei Fotos ist es ja noch schwieriger. Der Jim Kelly, der den Williams gespielt hat, in Enter the Dragon hat mal gesagt, in seiner Meinung nach gibt es keinen größeren Kampfsportler als Bruce Lee. Das sind also alles jetzt hier wirkliche Champions, die da jetzt hier berichten. Das sind also richtige Top-Leute. Ich habe den Jim Kelly auch äh, mal kämpfen sehen, so richtig. Also jetzt nicht nur im Film, sondern so mit Schülern und so. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, also der gefällt mir richtig gut. Der ist richtig fließend und der ist richtig schnell. Ja. Und es gibt auch, wie gesagt, andere Menschen, die dann sagen, naja, also der Chuck Norris, der wurde dann schon besiegt von Bruce Lee. Die haben also scherzhaft gekämpft, aber das war eben so, dass der Chuck Norris das niemals zugegeben hat. Auch andere Menschen haben zumindest im Film gegen ihn verloren. Hier haben wir den superbekannten Judo Genie Bell, also Gene Labelle, der jetzt dem Bruce Lee da diese ganzen Sachen beigebracht hat mit Grundkämpfen und so weiter und so fort. Dann haben wir hier den mehrfachen äh, Weltklasse-Athleten Joe Louis, der dann also eben dann auch nur voll des Lobes war und der dann halt auch mit äh, dann, äh, benannt wurde, dass er ein Schüler von Bruce Lee war. Er meint aber, dass Bruce Lee jetzt als Kämpfer nicht so der, äh, der Top-Kämpfer gewesen wäre unter Umständen, weil niemand weiß, wie viel er hätte einstecken können. Er sagte hier: Du siehst eben nicht diese. Menschen mit dem schmalen Kinn und so weiter, die siehst du nicht oft äh, am obersten Ende der Rangliste der Kämpfer. Und deswegen sagt er, zu, er sagt, also er war, sie hatte fabulöse Ideen. Und als äh, Martial Artist, als Kampfkünstler, glaube ich, er war einer der All-Time-Highs, also einer der absolut besten. Da muss man, dazu muss man sagen, dass es dafür eine blöde Geschichte gibt, dass. Äh, die Frau von Joe Louis sehr eifersüchtig war und wo man so eingefädelt hat, dass äh, angeblich der Bruce Lee ihr nachgestellt hätte und so. Und aufgrund dessen hatten Bruce Lee und Joe Louis dann Riesenpalaver. Und äh, ja, und aufgrund dessen hat dann eben der Bruce Lee den Joe Louis nicht als seinen Lieblingsgegner auserkoren im Kolosseum, sondern stattdessen ist es dann Chuck Norris dann hart gewesen. Ne? So kann es kommen. Also das war zumindest in den ganzen Biografien so raus. Ja, jetzt haben wir hier aus dem. Äh, Ausschnitt jetzt aus einer Zeitung hier. Ich müsste mal gucken, welche das gewesen ist. Eben, dass der louis Grand National Champion für drei folgende Jahre gewesen ist. Und das steht hier in einem Artikel drin. Washington Post oder so, muss ich überlegen. Ich komme jetzt hier gerade nicht drauf, wie die Zeitschrift heißt, auf jeden Fall. Oder Zeitung heißt auf jeden Fall. Äh, eine bekannte Zeitschrift, wo dann drin steht, dann eben Bruce Lee. Äh, behandelt eben äh, diese Guys, also diese Weltklasse-Guys, also Weltklasse-Jungs, Bruce Lee behandelt und instruiert eben diese Leute, wie, ein, wie Eltern ihre Kinder dann instruieren. Und das ist eben dann so äh, interessant, dass sich diese Weltklasse-Leute dann was von so einem, in Anführungsstrichen, kleinen, schmalen Chinesen etwas sagen lassen. Also der Bruce Lee muss auf jeden Fall unfassbar gut gewesen sein. Gar keine Frage, sonst wären diese Leute nicht bei ihm in die Schule gegangen, ne? Ja, und Chuck Norris hat es ja dann auch ganz viele Jahrzehnte später dann auch zugegeben. Aber naja, muss man erstmal über sein Ego springen und vielleicht war es dann auch so seine Marke, dass er gesagt hat: Chuck Norris ist dann so der härteste, unbesiegbare und was weiß ich. Auf jeden Fall ist das auf jeden Fall ein interessanter äh, interessante Artikel hier. Ja, ihr kennt ja die ganzen Chuck Norris-Witze. Ne? Der wahre Grund, warum Drachen ausgestorben sind, ist eben Chuck Norris. Da hätte aber der Bruce Lee etwas gegen mit seinem Nicknamen Der kleine Drache. Bruce Lee, hier sehen wir jetzt mal, der den schiefen Turm von Pisa da, zumindest auf dem Foto bearbeitet und ist dann da im Kirchenbezirk unterwegs. Und hier seht er jetzt hier die Dreharbeiten, die dann eben nicht im Kolosseum stattfinden, sondern in einer Kulisse in Hongkong. Ja? Mit sehr, sehr unrealistischen Kampfszenen. Ne? Also man springt nicht in die Höhe. Und haut einen von hinten dann äh, auf den Hinterkopf, äh, wenn der andere immer noch ein Messer in der Hand hat. Ne? Also, so wahnsinnig ist, glaube ich, niemand, auch nicht bloß wie. Ist also alles nur Action für die Kamera. Ist, glaube ich, auch das Problem, dass die Leute eben eine, eine Bildschirmpersönlichkeit nicht vom Wahrnehmen unterscheiden können, ne? wenn die jemanden nur halt vom Kino kennen. Ne? Also, sowas machst du nicht, wenn du nicht lebensmüde bist, der andere hat immer noch eine Waffe in der Hand. Ne? Ja, nochmal ist alles eben theatralisch hier Kolosseum, genau aus der Perspektive, wo es halt massivst aussieht. Und das ist eben dann so ein richtiger klassischer Zweikampf: Mann gegen Mann, ne? so wie die. Duelle damals, ne? aber diesmal halt eben ohne Waffe. Und Kolosseum kommt natürlich von Kolossus, dem Koloss von Rhodos, und ist natürlich ein ehemaliges Stück äh, antiker Baukunst. Und da es die Römer sind, hat es natürlich nichts mit Christentum zu tun. Insofern, dass es dann halt nur darum ging, ähm, andere Menschen zu belustigen. Und man kann auch dann eben mit Mord anderen Menschen belustigen, wie man jetzt hier sieht. Die Menschen, die da sind, die wurden durch Gladiatorenkämpfe umgebracht, verletzt. Oder halt durch Löwen getötet und so weiter und so fort. Und das Publikum hatte da seine helle Freude dran. Und je höher, weiter du oben sitzt, desto höherrangiger bist du dann schon. Also hast du auch irgendwie etwas mit einer Hierarchie zu tun. Und Teile dieses Kolosseums stehen bis heute und sind dann den Römern heilig. Wie man auf die Idee kommen kann, dass in Rom das Zentrum des Christentums ist, hat sich mir im ganzen Leben selbst als Junge nicht erschlossen, er hat immer gesagt: Moment mal, aber Jerusalem ist doch die Stadt, Rom ist doch der Gegner. Und äh, später habe ich herausgefunden, warum. Ne? Aber ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich alles so einfach, aber Menschen machen das immer alles irgendwie so schwer. Ja, Kolosseum, gucken wir uns mal an, den Wortursprung amphitheater Flavium, 70 äh, nach Christus, heißt gigantisch und unter Umständen, und was heißt hier unter Umständen? Also finde ich eigentlich ganz klar, dass Kolosseus eben eine Referenz ist zu der Kolossus-Statue, die äh, von Nero, also oder zu der kolossalen, gigantischen Statue von Nero, die eben lange daneben stand. Und äh, man sieht auch jetzt hier noch eine Verbindung zu eben Kolossus. Äh, ne? Was übrigens auch, glaube ich, in irgendeinem Horrorfilm mal irgendein Name von irgendeinem Computer gewesen ist. Naja, gut, okay. Aber Kolossus heißt eben nicht nur gigantische Statue, sondern eben äh, mehr als lebensgroß, also deswegen anzubeten. Ne? Gigantische Statue, angeblich unbekannte Herkunft. Das griechische Wort wurde von Herodotus benutzt für die gigantischen ägyptischen Statuen und durch die Römer, durch die Bronzestatue des Sonnengottes Helios. Ihr kennt ja vielleicht so die Helios-Krankenhäuser. So eine Kette ist das. In dem Eingang zu dem Hafen von Rhodos. Deswegen heißt es ja auch dann der Koloss von Rhodos. Hier steht Rhodes, aber das ist halt eigentlich Helios. Die Sonne ist ein Gott überall und so weiter. Also, Helios ist der Sonnengott. Zumindest damals in Rhodos, in Griechenland. Ich meine, die Architektur vom Kolosseum ist ja auch sehr griechisch angehaucht, ne, mit den ganzen Säulen da. Ne? Sieht dann schon ähnlich aus dann wie die Akropolis. Ja, das ist der Koloss von Rhodos, die deutsche Version hier. 30 Meter hoch, also nur wirklich, bitteschön, überlebensgroß. Und da seht ihr den Kerl, der dann hier den Eingang bewacht oder bewacht hat. Das ist ja heute nicht mehr erhalten. Ist ja auch ganz gut. Ist. Stürzte. Infolge eines Erdbebens um. Sie erzählte zu den sieben Weltwundern der Antike. Wenn es sie da gegeben hat, aber nochmal eins der sieben Weltwunder. Weltwunder in dieser Welt sind eben nicht Dinge, die Gott geschaffen hat, sondern nur die von Menschenhand geschaffen worden sind. Ne? Mausoleum, Steine, Tempel, kol äh, kolossale Statuen. <laughs> Wunder dieser Welt oder Weltwunder sind für mich Menschen, Tiere, die Natur, Berge, Täler, Flüsse, Landschaften. Und so weiter, die Geburt, das sind für mich die Weltwunder, aber hier für die Menschen, äh, vor allen Dingen für Menschen, die in gewissen Kulten drin sind, so Freimaurer und so weiter, für die zählen natürlich nur die Dinge, die sie von Hand erschaffen können. Ne? Ach, ist alles so traurig da draußen. Ist alles so oberflächlich, ne? Ja. Und gu guck mal, dieser Torbogen da, der könnte doch jetzt genauso gut auch in Paris stehen, ne? Ich meine, es ist doch alles jetzt nur eine Folge dessen, dass man abgekupfert hat von Babylon nach Rom über Persien und über Griechenland und von Rom dann wieder nach Frankreich. Ist doch alles genau dasselbe. Ist doch derselbe Baustil. Hm? Ja. Ich glaube, der Altar of the Fatherland, der Altar des Vaterlandes oder so ist das. Und in dem Film. Von 1972 von Bruce Lee fahren sie dann auch diese historischen Städten da ab, wo natürlich die ganzen scheinheiligen Figuren da sehen oder, oder sitzen. Guckt ihr ja das an, was das überseht, ist diese Stadt. Es ist diese Stadt, es ist ein einziges Sodom und Gomorra. Ne? Es ist, überall gibt es nur irgendwelche Statuen, die komplett in der Bibel verboten sind. Und Menschen pilgern da mit Millionen hin jedes Jahr, um ähm, in Menschen anzubeten. Und äh, also es, es ist unfassbar. Aber diese Welt ist halt wirklich, äh, wirklich so, wie die Bibel es beschreibt. Ne? Ja, ein Volkswagen Beetle darf nirgendwo fehlen. Das möchten wir da bei der ägyptischen Mythologie, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Oh, ein BMW 02. Guck mal. Muss Anfang der 70er sein. Ja, und dieser Mann hier, der dieses Video da gemacht hat, der hat dann so diese ganzen historischen Städten da abgefahren. Was auch sehr abgefahren ist. Interessanterweise steht der Herr Chuck Norris kann man jetzt nicht mehr sehen im fünften Fenster von links ne da haben wir auch schon wieder die fünf dabei ne vielleicht haben wir das jetzt noch mal wenn wir es eben wiederholen ich gucke mal ob ich schnell genug bin diesmal ne erstes Fenster zugemauert zweites Fenster zugemauert drittes Fenster offen viertes zugemauert im fünften Fenster von links natürlich steht der Chuck Norris ne war ein Zufall warum steht er nicht im dritten na fünf ist halt einfach die Zahl von Satan ne aber naja das ist wahrscheinlich alles ein Zufall schließlich äh, sind ja die Menschen um die nur Abergläubisch ne ja, die Ruinen, wo Menschen ihr Leben gelassen haben. Ja, also diese ganze Geschichte hier mit, den, mit, dem, mit der Rom als äh, Lokalität eines Filmes ist dann schon so eine Sache. Ne? Ja, und das hat alles mit Tod zu tun und mit Drache zu tun, wie man sieht. Hier sieht man auch mal so diese asiatischen Tempel. Mit diesen Spitzen nach oben, ne? Hat dann halt so eine Hornform, ne? so kleine Hörner. Deswegen ist so eigentlich ganz klar, wenn die da anbeten, aber naja, die beten eigentlich sich selber an und meinen also, sie selber ähm, wären also zu intelligent, um einen Gott anzubeten oder zu gehorchen oder Gebote zu befolgen. Und äh, nochmal die Kunstfigur Bruce Lee, die im Fernseher oder auf, dem Lein-, auf der Leinwand im, im Kino da ist. Die hat nicht so viel mit dem wahren Kampfkunst-Experten plus die zu tun. Diese Szene hier am Anfang von Enter the Dragon, wo er sich dann mehrfach übersteht, also mehrfachen Salto macht ähm, in der Luft, äh, die hat jemand anderes für ihn gemacht. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, war das Jürgen war, aber ich müsste echt jetzt nachgucken, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Also das sind Szenen, wo er ein Double hatte. Ich sage nicht, dass er vielleicht nicht gekonnt hätte, aber die Verletzungsgefahr ist ja dann doch schon ziemlich groß. Und deswegen, er war ja auch hochversichert. Und deswegen hat er dann wahrscheinlich dann auch seinem Stuntman genau diese Sache überlassen. Die zweite Szene, die er nicht selber gedreht hat, ist einfach dieser Tritt gegen das Kinn und auch letzten Endes wieder den Salto gegen Robert Wall in diesem Kampf hier. Das heißt, das ist dann auch wieder sein Double. Das sind die zwei Stellen, wo er ein Double hatte in End of the Dragon. Alle anderen Kampfszenen, so wie hier den Sidekick, den hat er wohl selber ausgeführt, gar keine Frage. Ja, aber hier sieht man auch das Mikro. Und <laughs> das ist dann eben Film. Ne? Die Illusion wird in dem Moment zerstört, wenn du also ein Mikro siehst oder irgendwelche äh, Privatleute oder äh, eine Kamera oder jemanden der da nicht hingehört oder jemand in der kleidung der da nicht hingehört und schon ist eigentlich alles klar guck mal hier das ist die völlige illusion tja aber so ist das halt im leben man kriegt halt überall nur illusion ja aber Leute die halten das echt für ernst das ist echt unglaublich ne? und plus sie hatte alle möglichen sachen gemacht nur um da halt der James Bond zu sein und weltberühmt zu werden. Er hat sich mit einer Schlange angelegt, deren Giftzähne zum Glück wohl gezogen worden sind. Hier ist die Szene mit Jackie Chan, wo er nachher dem Jackie Chan im Film das Genick bricht. Und diese Szene hier ist jetzt auch ein Fake. Das heißt, der Bruce Lee kickt da zwar, aber das ist jetzt hier eine Puppe und nicht der Re Akteur shi -Kin. Also das sind so diese ganzen Tricks in dem Film von Enter the Dragon. Um halt die Aktionen von Bruce Lee übermenschlich erscheinen zu lassen. Ne? Aber wie gesagt, du kannst den Film zehnmal sehen und wenn du das nicht weißt, dann äh, ist es einfach alles so schnell und da kommt der Schnitt und hier der Schnitt und da der Schnitt und du hinterfragst das gar nicht, ne? Aber das ist halt, Enter the Dragon heißt einfach Enter Satan. Also, lass mich dir Satan vorstellen. Das ist ungefähr so wie Mick Jagger in Sympathie für den Teufel, Sympathy for the Devil. Uh, let me introduce myself. Dann hat er dann eben Lucifer vorgestellt in uh, dem Lied von Mick Jagger. Aber um, Enter the Dragon ist eigentlich jetzt uh, auch phonetisch, also lautmäßig und auch sinngemäß, genau dasselbe wie Enter Satan. Und uh, wenn es nicht heißt. Wenn es heißt in dem Film Enter the Dragon, dann heißt das, äh, darf ich dir den Drachen vorstellen? Wir wissen aber, dass der Drache in der Offenbarung 12.9 eben der Teufel ist oder Satan genannt. Also ist das dasselbe wie Enter Satan. Und äh, wenn man das jetzt als aktive Form nimmt und wenn Satan dann reinkommt, dann kann der sich als Geist auch eines anderen bemächtigen, der dafür auserkoren ist oder der eben sagt, der möchte eben Satan dienen wie beispielsweise hier in Lukas 22,3, als Satan in Judas gefahren ist. Also der ist da nicht mit dem Auto, ich mache das ein bisschen lustiger, der ist nicht mit dem Auto bei Judas irgendwie reingefahren ins Haus oder so, sondern die haben da zusammen beim letzten abendmahl gesessen und dann beschreibt die Bibel, dass eben dann Satan in den Judas Iskariot gefahren ist. Und das eben heißt jetzt hier, to enter, also eindringen, ja, Rise, come in, enter go in truth, so also durchgehen, jemanden durchgehen. Ja, also das heißt nichts anderes, als dass dann Judas besessen war, von dem Gedanken, Jesus Christus zu verraten und auszuliefern, was letzten Endes ja auch der Grund überhaupt seiner Existenz gewesen ist. Also wir müssen das alles ja mal so ein bisschen sehen. Es ist ja auch quasi ein Skript der Bibel. Ja, und dieses Skript der Bibel läuft also jetzt hier komplett weltweit. Und deswegen werden wir auch irgendwann dann jetzt hier komplett unterdrückt werden. Und äh, deswegen werden wir dann auch ein System haben, wo niemand mehr kaufen und verkaufen kann, wenn er nicht die Zahl oder den Namen äh, des Beast-Systems da annimmt. Es ne? ja, wird schon spannend werden hier auf der Welt. Aber Enter the Dragon ist dann eben Enter Satan. Und damit ist es dann wirklich ein Titel, der für Christen ganz eindeutig ist, so nach dem Motto, gut, also äh, es geht jetzt hier darum, um äh, den Drachen vorzustellen und der Drache ist in der chinesischen Mythologie eben etwas komplett anderes, er ist ein Glückstier und mächtig und so weiter und so fort. Und im Christlichen ist das eben der Gegenspieler, ist das eben derjenige, der eben äh, der Lügner und der Mörder von Anfang an. Und Mord haben wir ganz genug und ganz viel in Enter the Dragon. Auch Morde, die zumindest auf dem Bildschirm der Herr Bruce Lee selber ausführt. Ne? Zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, wo er dann spielerisch sozusagen dem Jackie Chan das Genick bricht. Ach, das ist alles so, so traurig eigentlich, dass, dass man das irgendwie nicht sieht als äh, normaler Mensch. Und einfach durch so einen Film. In, in so eine gewisse Trance versetzt wird und dann hypnotisiert auf so eine riesen Leinwand äh, ist. Und das ist ja auch genau dasselbe. Ähm, schau, wenn, wenn, wenn du jemanden siehst im Kino und sitzt dann da auf deinem Sitz zusammen mit 100, 200 oder wie viele Leuten noch immer und guckst auf eine Leinwand, dann ist derjenige, ein Akteur auf der Leinwand, viel, viel größer als in Natur. Das heißt, du siehst ja dann schon Statuen. Diese Menschen in diesen Filmen erscheinen ja schon wie Götter. Die sind ja überlebensgroß, wie so ein Koloss von Rhodos. Da ist so ein Bruce Lee nicht 1,72 Meter, sondern irgendwie so dann 3,50 Meter oder 4 Meter hoch. Ja, Und das ist doch, glaube ich, ein super Beispiel dafür, wie wir heutzutage manipuliert werden. Dann sehen wir eben genau diese Menschen, die ihre Kunststücke auf der Leinwand vollbringen, auch wenn da teilweise äh, gefaked wird, also gelogen wird. Ähm, die werden uns hier als Götter präsentiert. Und das ist eben im Fall des sogenannten übermenschlichen Bruce Lee genauso. Und das ist auch dann die Verbindung logischerweise von Bruce Lee zum Gott dieser Welt. Ja, also man muss nur die Bibel lesen. Dasselbe haben wir jetzt auch nochmal äh, in äh, Johannes 13. Ja, ich gehe nochmal eben kurz zurück. Ja. In 1327 waren es und nach, nach dem Mahl oder nach der Suppe ist eben dann Satan entered into him. Ne? Also dann ist Satan in ihn gefahren. Und dann wieder nicht mit dem Auto, sondern eben genau geistig. Er hat ihn dann besetzt, besessen und dann war eben der Judas Iscariot, das ist einer der zwölf Jünger, besessen von dem Gedanken, Jesus Christus zu verraten. Hm. Also, ihr habt jetzt hier zwei biblische Referenzen für. Enter Satan. Ja, da sind wir eben bei Enter the Dragon und das war sein letzter kompletter Film. Ja, da ein Stuntman. Ja, so wie ich weiß, bei dem Sidekick da der letzten, hat er einen Stuntman. Also, äh, es wird da schon getrickst. Ne? Das nimmt nichts von den äh, fabelhaften physischen Qualitäten des Herrn Lieder weg, aber jetzt hier hat er die Unterwelt herausgefordert zu einem Spiel des Todes. Also ist ja alles negativ und ist ja alles immer mit Tod und so weiter und so fort. Und die Bibel sagt in Johannes 8,44, dass Satan ein Lügner und Mörder vom Anbeginn ist. Ja, jedes Mal, wenn Lucie auf der Leinwand erscheint, in welchem seiner Filme auch immer, dann tötet der die Menschen. Der tötet einfach. Der ist ein Mörder, der ist ein Killer. Ja, und damit ist er natürlich der kleine Drache, weil, wenn der große Drache ein Mörder ist, von Anfang an, dann ist der kleine Drache eben ein Mörder im Film. Der bringt immer die Leute um, egal wen. In, der, der bringt den Danny Inocento um, der bringt den Abdul Yaba um und äh, der bringt andere Menschen um und Jackie Chan und wen auch immer da. In allen möglichen Filmen. Chuck Norris und äh, zig Leute. Ja. So, das ist Danny Inocento und jetzt hier bei dem äh, letzten Bild, bei dem Erwürgen von dem 2,18 Meter, glaube ich, großen Basketballspieler hier, den er kannte. Ähm, der dann später auch wieder zum, Musli zum äh, Islam konvertiert ist, da hat er eben genau ähm, so einen Würgegriff angesetzt, den äh, viele Menschen heutzutage in MMA machen, damit die Leute eben dann aufgehen, damit die keine Luft mehr kriegen. Ne? So, das ist jetzt hier sein Schüler Danny Inocento, hier beide mit dem V, also Zeichen, also Sieg für Satan, was die meisten nicht wissen, die denken ja, das kommt aus den 60 und heißt irgendwie, ja, Peace Bruder ne, oder so, oder Peace Brother oder YoA, wie auch immer. Er war vier Jahre älter als Bruce Lee, kommt von den Philippinen und hat einen interessanten Namen. Der heißt Dan Inosanto. Santo. Ja, Santo kann zu tun haben mit Santa, also mit nicht nur mit Satan, sondern auch mit Heilig. Also Inosanto, Innocence unter Umständen habe ich mir gedacht. Vielleicht hat das damit zu tun, dass er auch irgendwie etwas mit dem katholischen Glauben zu tun hätte, wäre jetzt so meine Idee. Aber wie auch immer, in den Philippinen oder auf den Philippinen ist eben Katholizismus die dominante Religion. Was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Also deswegen, äh, Inno Santo könnte also durchaus etwas mit Katholizismus zu tun haben. Ist ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen, wusste ich gar nicht. Ne? Aber wie gesagt, Inno Santo, Santo heißt schon mal Heilig, ne? so wie Saint. Auf Portugiesisch. Ich habe jetzt mal Portugiesisch genommen, ich kenne mich jetzt mit Philippinisch nicht aus, aber fand ich schon interessant. Aber was die meisten nicht wissen, sagt eben auch die Bibel hier im äh, Apostelgeschichte 7, 48, der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Ja? Deswegen ist ja auch Unsinn, in eine katholische oder in solche Kirche zu gehen. Ja, Gott ist, wohnt im Menschen und nicht in einem Steinpalast. Aber wie gesagt, das Problem ist, die meisten, die in eine Kirche gehen, die lesen die Bibel nicht. Oder halt nur auszugsweise und verstehen halt den Kontext nicht. Hängt auch nicht mit uns zu tun, mit, hängt nicht mit uns zusammen oder mit irgendjemandem, ist auch niemand für zu beschuldigen, ist halt einfach, äh, Gott entscheidet, ob irgendjemand jetzt äh, tatsächlich äh, die Wahrheit äh, erkennt oder nicht, das, du kannst hundertmal auf jemanden einreden, wenn der, nicht, wenn der halt einfach nicht dazu bestimmt ist, dann ist er nicht dazu bestimmt oder es ist dann nicht der richtige Zeitpunkt, ne? Wenn man jetzt sieht bei Bruce Lee, äh, es geht ja immer so die, äh, das Märchen, dass er so ein Philosoph wäre und so unglaublich gebildet, äh, da muss man sagen, also äh, seine Favoriten äh, waren Thomas Aquinas. Das ist dann ein äh, Summatheologiker, äh, katholischer Autor, der die äh, Sokrates und so weiter zitierte, also mit der Bibel nichts zu tun hat. Ähm, wo, wo, wo will man da anfangen? Da sieht man ganz klar, also Bruce Lee hatte da mit der Bibel so und so nichts zu tun und hat also alle möglichen... Leute dann abgeklappert, die dann ihm eine alternative äh, Geschichte erzählt haben. Und Thomas Aquinus wird ja auch aus gutem Grunde von der katholischen Kirche dann benutzt. Ne? Der hat übrigens gesagt, dass es kein gemein, also dass es kein individuelles Eigentum gäbe und dass eben jetzt äh, ein Einbruch oder irgendetwas ähnliches, wenn ich mich richtig erinnere, da eben auch kein Straftat ist. Ne? <laughs> nee, das, da kommt das alles her, ne? guckt ja mal das äh, Strafrecht an. Ne? Mhm. Ja, ja. Oh, Mist. Ja, so hat dann eben dann der Bruce Lee dann auch äh, diese ganzen Geschichten dann äh, dementsprechend äh, benutzt in seinem Leben. Tja, und vor allen Dingen hat er dann den Krida Krishnamurti dann halt dann auch benutzt. Der ist ab dem Alter von 14 ähm, durch die okkulte Theosophische Vereinigung von Annie Besant dann halt als äh, Weltlehrer äh, äh, Matrea, dann eben äh, auserkoren gewesen, hat dann später gesagt, nee, ich mache mein eigenes Ding, aber genau der hat nämlich gesagt, es gibt gar keinen Pfad, sehen werden auch gleich darauf zurückkommen, auf den Krishna Krishnamurti. Und Bruce hat eben jetzt hier auch das Ave Maria gekannt und andere katholische äh, Gebete und so weiter und so fort, also der war ja auf dem La College und dann eben, dann nicht nur auf dem La College, sondern dann auch auf dem äh, Jesuitenkolleg Saint-Francis-Xavier, ne? Ja, es gibt echt Leute, die äh, sich da auch mit uns und sagen, Bruce Lee müsste ja eigentlich in der Hölle sein, weil der hat ja nicht an Jesus Christus geglaubt, weil das ist ja die Kondition und das stimmt auch. Ne? Also wenn das so ist, dass er nicht an Jesus geglaubt hat und Menschen meinen dann halt von wegen, ja, wie kann ein Mensch so gut wie oder eine Person so gut wie Bruce Lee, wo ein großer Familienmensch und ein großes Vorbild, äh, der so viele Menschen inspiriert hat, in die Hölle gehen, der Mann hat die Bibel nicht gelesen, ne? ganz einfach. Ne? Der heißt dann auch noch Red Dragon, also Roter Drache. Na, ist ja klar, dass der Mann das eben nicht versteht. Ja, das ist schon klar. Jemand, der Roter Drache heißt, dass der das nicht versteht. Tja. Aber halt jemand wie Lee, der immer nur ich, 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 ich ruft und allen Menschen umbringt auf dem Bildschirm, wie kann der jetzt ein besonders tolles Vorbild sein? Ne? Muss man mal erzählen. Für Söldner oder was? Für Soldaten oder wie? Ja. Stell dir mal vor, jemand hat Brusti als Vorbild und sagt, Mensch, ich möchte genauso kä gut kämpfen können und ich suche mir jetzt mal meinen nächsten Gegner aus, äh, fahre dann irgendwo hin, eine, eine Kultstätte, ne, in Rom oder wie auch immer, ja, und bring jetzt mal irgendjemanden um. Ne? Ich mache genau das, was mein Vorbild auf der Leinwand gemacht hat, ne? Ich meine, das ist ja nun mal ein Beispiel, ja. Also, wo war der Herr Brusti jetzt ein Vorbild? Vielleicht für ähm, athletischen Körper oder so oder für sein Training, für seine Kampfkunst. Ja, aber der bringt ja dauernd noch Leute um. Hm? Ja, ja, aber wie gesagt, gibt es eine Frage: Ist der Bruce dann jetzt in der Hölle? Und ja, die Frage kann man nicht beantworten, die weiß nur Gott. Aber äh, wo Brusti dann irgendwo ist, äh, nachdem man dann aufwacht äh, oder aufgeweckt wird. Aber äh, im Augenblick würde ich sagen, dass seine Chancen jetzt nicht besonders gut stehen. Denn äh, wie gesagt, äh, wenn man halt überall das Böse verherrlicht und sich selber kleiner Drache schimpft, Menschen umbringt, ja, dann ist man eben nicht äh, Christ, ne? Aber wie gesagt, die überschätzen eben das ganze Geschichte mit Philosophie und dass er mal ein bisschen Philosophie studiert hat, ohne einen Abschluss zu haben. Also, der Joe Louis sagt jetzt hier, es gibt so einen Sehnenlevel von der Bewusstheit und so weiter. und ja, das sind alles so, so, so asiatische Konzepte, ne? Der eine ist dann halt noch erleuchteter als der nächste. Aber im Endeffekt haben sie alle nichts verstanden, weil sie halt einfach keine Basis haben, sondern einem Konzept folgen. Und du kannst natürlich für jeden auf dieser Welt oder für jeden Volksstamm, für jede Gruppe, für jede Ethne jetzt irgendein Konzept haben. Und deswegen ist es ja eben in China auch so eine Geschichte, dass sie das nicht irgendwie nur als Kampfkunst sehen, sondern als spirituellen Pfad zur Erleuchtung und zum, ja, allumfassenden äh, Glückseligkeit und den edlen Pfad und so weiter und so fort. Die, die lebenslange Kampfkunst ist ein nobler geistiger Pfad. Ne? Der führt dich bitte schon wohin? Ich meine, guck mal, dein Körper, der wird halt immer älter, weniger Wasser, weniger flexibler und so weiter im Laufe des Alters. Also wo führt dich jetzt die Kampfkunst hin? Du wirst doch mit 70 nie mehr so gut kämpfen können wie mit 30. Also dann schon daran sehe ich doch jetzt. Ich meine, das ist ja auch der Vorteil von Bruce Lee, wenn ich mit 32 auf dem absoluten Top-Level bin, dann bin ich natürlich in der Erinnerung der Menschen nie in Alter Greis mit einem langen Bart und äh, irgendwelchen äh, schrumpeligen äh, Händen. Ja, aber das hat das ist die völlige Übertreibung hier. Die sehen das halt als eine religiöse Ausübung. Ne? Deswegen ist er auch sehr sehr auffällig. In seinem letzten Film hat Bruce Lee dann eben genau einen äh, Priester, beziehungsweise ein Mitglied des Shaolin-Tempels, dann gespielt. Ne? Also da, da haben wir schon wieder diesen noblen, spirituellen Pfad. Ist alles da draußen echt nicht lustig. Ne? Also die Anzahl von Büchern hat jetzt nichts mit deinem intellektuellen Grad zu tun, irgendwo. Ne? Das ist eben so. Dass man sagen müsste, okay, also das ist dann jetzt nur die Masse. Ne? Niemand weiß, ob er die Bücher alle gelesen hat und ob er die alle verstanden hat und niemand weiß, welche Bücher das alles sind. Und wenn das halt alles so Philosophiebücher sind und so weiter, jeder hat so seine eigene Philosophie. Ne? Heißt ja nur die Liebe halt zum Wissen, aber welches Wissen ist das denn? Ne? Die Bibel spricht ja nicht umsonst für Science so-called, also angebliches Wissen. Ne? Du kannst ja immer, wenn du einmal anfängst mit einem falschen Fundament, im Haus ne? und hast ein Fundament, was bröckelig ist und was nicht funktioniert, dann kannst du den schönste Dachgeschoss bauen und dich da rauslehnen und sagen: Hallo, ich habe das tollste Haus der ganzen Welt und guck mal hier, ich bin der Schönste, ich bin der Tollste, ich bin der Stauste, der Weiseste. Ja, wenn unten drunter dann halt alles da schon Wasser im Keller steht und äh, da die Ratten schwimmen und äh, alles voll Schimmel ist, ja, dann sieht das niemand, aber es ist dann trotzdem eben nicht das beste Haus. Es sieht halt einfach nach außen hin so toll aus, aber es hat alles wie ganz auf dem Leben, und ich will dem Menschen jetzt überhaupt nichts, ne? nur Fassade, das ist nur Fassade. Früher hatten die Menschen ja äh, jetzt noch so große Bibliotheken, heutzutage haben die einen Computer, wo dann die ganzen Bücher irgendwie auf einer Festplatte drauf sind. Ne? Aber das war halt so dieses Aushängeschild, das sieht man jetzt hier mit der Pose, eine verschränkte Arme und so weiter dran, die dachte mal, guck mal hier, ne? äh, meine Güte, bin ich gebildet, ne? guck mal, ne? das ist mein Kenntnisstand, ne? die Bücher habe ich alle gelesen, alle meins. Ich fand das immer so lustig, wie ich die Biografien gelesen habe, wo dann Leute dann geschrieben haben und so weiter. Ja, und jetzt mussten wir seine ganze, ganzen Bücher, die ganzen Hunderte und Tausende Bücher, die mussten wir jetzt wieder irgend den und den Stock schleppen und so. Ja, das war die alte, gute Zeit, ne, wo man noch Bücher hat, wo man reingucken konnte, ne, die auch ohne Strom funktionieren. Ne? Kleiner Hinweis. Für die kommende Zukunft, also für die Zukunft, die kommt sowieso immer, aber. Ja, und auch auf dem Grabstein steht eben jetzt hier deine Inspiration Wert an, um uns weiterzuleiten zu unserer persönlichen Freiheit. So, jetzt, was ist die Freiheit? Die Freiheit von Geboten. Einfach niemandem irgendwie dann gehorchen zu müssen, sondern einfach das zu tun, was du willst. Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Das ist purer Satanismus. Deine Inspiration geht weiter um uns oder führt uns weiter zu unserer persönlichen Befreiung. Hier geht es nur darum, dass jemand sagt: tu was du willst, ist das ganze Gesetz. Das ist Alistair Crowley, das ist Satanismus hier. Kann man jetzt auch ein Taoismus-Symbol da reinschreiben mit zwei Pfeilen drum. Ja, ist aber egal. Ist letzten Endes. Die äh, Verherrlichung des eigenen Egos oder die Verherrlichung des Egoismus. Ne? Tu einfach, was du willst. Persönliche Freiheit. Ne? Jeder die Freiheit. Ne? Wenn er einem dem anderen nicht gefällt, ne? haut ihm einen auf die Rübe, so wie Bruce Lee, ist persönliche Freiheit. Ne? Personal Liberation. Ja? Und auch auf dem Grabstein von äh, Brandon stehen also auch jetzt nur äh, schlaue Sätze drauf. Aber eben jetzt nichts mit, mit Wahrheit, ne? Es ist einfach nur so, so die Weisheit, die jetzt auf ihn zupasst, die es auf ihn dann zutrifft irgendwo. Ne? Aber das sind einfach also Philosophen, ne? Das sind eben nicht Dinge, die jetzt irgendwie äh, jetzt eine Wahrheit in sich tragen würden, sondern es ist halt einfach eine Meinung. Ne? Und Meinung ist also äh, frei. Ne? Die zu äußern, ist eine andere Sache. Aber Meinungsfreiheit haben wir zumindest, das heißt, jeder darf also dann an das glauben, was er will. Wir haben ja auch Religionsfreiheit noch. Und mal gucken, wie lange noch, aber das jetzt hier mit dem Grabstein, da habe ich gesagt, ey, da kannst du direkt jetzt hier Alistair Crowley drauf tun, ne? tu was du willst, ist das ganze Gesetz, ne? Und da bist du genau im selben Film, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und das ist jetzt hier auch noch in Form eines Buches. Ne? Also, also guck mal hier, das ist der, der weise Lehrer, ne? ja, und wie gesagt, der Mann ist also äh, mit äh, Aberglauben und äh, das sind natürlich alles nur Zufälle, dass er jetzt das Teufelzeichen da hochhält. Ne? Das sind alles nur Zufälle, ne? genau wie Michael Jackson, das sind alles nur Zufälle. Ne? Und V sind dann die Außerirdischen oder halt die Geister. Ne? Und V hat eben dann hier mit dem Sündenbock zu tun. Und ne? Da seht ihr beispielsweise mal eine andere Form von V. Ne? Aber wie gesagt, wird alles nur Zufall sein, was ich hier mache. Ne? Alles, meine Sendungen handeln nur von Zufällen. Ne? Gibt auch keine Verschwörungen, ne? Ist klar. <laughs> nee. mhm. Ja, und die Israeliten konnten auch nicht warten ne? auf Mose, dass, dass er zurückkam vom heiligen Werk, um die Gebote der Menschen dann auszuhändigen und vorzulesen. Nö, die mussten dann in der Zwischenzeit irgendetwas haben, anzubeten, überlebensgroß, also ein großes, goldenes Kalb. Ne? Also selbst da beten sie, ein, die, sie beten sogar ein Tier an oder ein Biest an, ne? das ist schon interessant, ne? nicht mal eine menschliche Statue, sondern halt äh, dann ein, ein, ein Biest, ne? also ein Tier. Ja, also die machen alles Sachen, die in der Bibel so nicht erlaubt sind und vor allen Dingen machen die alles Sachen gegen Christus und gegen Gott. Von daher ist eigentlich ganz klar, was alles ist. Aber wie gesagt, die ganzen Tempel und die ganzen Statuen, die hast du überall auch in Deutschland, überall hier in, in Frankfurt die Statue der Justitia, der Göttin des Rechtes. Da reden wir da über römisches Rechten. Also wenn jemand sagt von wegen die deutsche Justiz, Moment mal, die, die deutsche Abteilung der römischen Justitia heißt das dann. Ne? Wie gesagt, aber diese ganze äh, asiatische Religionsphilosophie, die hat eben damit zu tun, dass äh, ganz viele Menschen, die äh, sich als äh, intelligent wähnen, äh, sich eben Buddhismus auswählen, teilweise vom Satanismus kommend, weil eben bei Buddhismus keine Götter verehrt und keine Gebote hat, sondern einfach nur die eigene Selbstverwirklichung ist. Ne? Beispielsweise die Gruppe Aber macht das, äh, speziell genannt äh, dann eben die Ani Frieda Lüngstadt, ne? die kommt aus Norwegen und war so ein Kriegskind. Und äh, die hatte dann wohl mal äh, Vegetarier geworden und die ist halt auch dem Krishna Krishnamurti äh, gefolgt, genau wie Bruce Lee. Und äh, deswegen äh, konnte sie sich dann wohl meditieren und so weiter und so fort. Äh. Und äh, Krishna Krishnamurti ist also hier der Herr, der neben Andy Besson dann so quasi dann der Weltlehrer werden soll, was er dann eben nicht geworden ist. Und Andy Besson ist dann eben auch 33 Grad schottischer Freimaurerorden. Und das könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, wo das Ganze wieder herkommt, ne? Mit dem Krishnamurti, was eben eins der Idole von Bhusli gewesen ist. Ne? Die Philosophie des Herrn Krishna Mukti ist eben eins der Idole von Busli gewesen. Blavatsky und theosophische Gemeinschaft und so weiter. Jetzt sind wir bei den ganzen Menschen, die eben dann Theos Theologie und Philosophie vereinigen, äh, bloß um von Gott abzudenken, bloß um die Bibel irgendwie kaputt zu machen, haben die dann ihre eigenen Lehren. Ne? Es ist alles nur ein Gegenkonzept zur Wahrheit. Es ne? ist also alles nur Lüge. Ne? Die haben dann Orden, die die dann äh, gründen. Hier der Orden der aufgehenden Sonne zum Beispiel. Oder der Orden des äh, Star des Ostens. Das ist natürlich als immer alles Lucifer gemeint, ne? Und, und die Venus. Ne? Also sind wir schon wieder bei dem Pentagramm dann. kult Ja. Der größte Teil der deutschen Philosophen oder Theosophen, Entschuldigung, unter Rudolf Steiner, haben sich dann abgekapselt, um Steiner zu folgen, also Steiner war dann der Lehrer für die Steiner hat dann ein Journal rausgebracht, Lucifer Gnosis. Das sind alles Satanisten, und ich kenne und Rudolf Steiner ist die Blaupause für die Waldorfschulen, ne? Die kriegen ja auch nicht die Wahrheit, ne? Die kriegen auch nicht die Wahrheit. Out oh, auf The Rising Sun habt ihr schon wieder da habt schon wieder dieses Pentagramm, ist ja immer dasselbe. Ey. Wo willst du da anfangen, ey? Der Weltlehrer. Und das haben sie jetzt wohl rausgebracht äh, und haben sie jetzt wohl vor, einen äh, weltweiten Lehrplan zu machen für alle Kinder, mit alle Kinder dasselbe lernen und niemand mehr ausschert. Ne? So eine richtig schöne, uniforme Masse. Robert Muller heißt der Mann World Core Curriculum. Eine Weltreligion, einen Weltlehrer, eine, eine sogenannte Wahrheit. Schauen wir mal bei George Orwell und dem Wahrheitsministerium. Ne? Es gibt eine Elite von Menschen, die äh, sagen dann, was die Wahrheit ist und alles andere, was dagegen spricht, ist dann eben Fake News oder irgendwas Ähnliches. Ne? Nee, Leute, das ist alles so traurig, was da draußen ist. Ey. Das ist echt nur traurig. Man weiß echt manchmal gar nicht. Ob man sich halt alles antun soll, aber äh, so sieht die Welt halt eben aus. Ne? Sonst wäre auch bloß die kein Idol. Diese Welt kann nur Idole zulassen, die im antichristlichen Geist operieren, logischerweise. Sonst würden die von der Mehrzahl der Menschen ja nicht akzeptiert werden, da die Mehrzahl der Menschen auf dem breiten Weg ist. Ne? Und deswegen soll halt eben diese Weltregierung gegründet werden. Es gab schon vor zig Jahren ein Weltparlament der Religion. Ja. Der Star des Ostens. Und schon wieder habt ihr ein Pentagramm da drin. Ne? Und Jindakrishna Murti's Ausspruch: äh, Die Wahrheit ist ein fahrtloses Land. Es gibt also keinen Pfad zur Wahrheit. Und sie hat das nur abgewandelt und hat gesagt: Die Wahrheit hat keinen Pfad. Also da ist nur ein Wort weggestrichen und less es weggestrichen. Und no, ja, also aus dem Pathless, aus dem Pfadlosen wird kein Pfad und dann war's das. ne? Und äh, Bruce Lee wird jetzt gesehen als, äh, er hat es noch nicht mal selber geschrieben, dieses Buch. Ja, komm, wo willst du da anfangen? Also er wird nach außen präsentiert als ein Übermensch und als ein Philosoph. Und was er war, war ein begnadeter Kampfkünstler und ein Schauspieler. TT. Und Jesus sagt in 14.6 zu seinen Jüngern, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Oder durch den Glauben an Jesus Christus. Ich bin der Weg. Ja, und Jeda Krishna als Theosoph, der muss ja dagegen sein, sagt eben, ja, die Wahrheit ist ein fadloses Land. Also äh, es gibt niemanden, der dich jetzt irgendwie auf den Pfad bringen könnte. Ne? Das ist also gegen Jesus Christus. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg oder meinetwegen, ich bin der Pfad. Ja? Und Bruce Lee sagt dann auch, nö, die Wahrheit hat keinen Pfad, ne? So, und es ist das, das Interessante ist jetzt folgendes: Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, heißt das jetzt im Englischen, I am the way, the truth, and the life. Also, the way oder der Pfad and the truth haben wir hier komplett drin. Das sind also beides Menschen, die ein, absolut hundertprozentig eindeutig Jesus Christus verneinen. Und sagen, es gibt gar keine Wahrheit, ja oder es gibt zumindest keinen Pfad zur Wahrheit, muss jeder für sich selber herausfinden. Das ist also zu deutsch, wie Albert Einstein, der auch Freimaurer war, dann eben auch ja, alles relativ. Ne? Es gibt keine Absolutismen mehr, soll es auch nicht geben. Sagt die katholische Enzyklopädie auch noch, ich erinnere mal an die Verschwörungsreihe mit Kennedy. Und deswegen in der Greater Houston äh, Interview mit äh, Robert Kennedy, 19, äh, John F. Kennedy Entschuldigung, 1962. Ähm, Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit. So, und diese Menschen hier, Jida, Krishna, Mukti, Rudolf Steiner, wie sie alle heißen, für die gibt es eben da keinen Pfad. Da muss eben jeder sich selber verwirklichen. Und Bruce Lee hat dann gesagt, nö, die Wahrheit hat keinen Pfad oder die Wahrheit hat keinen Weg. Also daran seht ihr doch mal eben, bitteschön. Ne? Der ist garantiert nicht der erste Anwärter für einen Platz im Himmel. Ne? Der ist der erste Anwärter für einen Platz weiter unten. Aber so geht das halt mit diesen Weltidolen, Wenn halt die Mehrzahl der Menschen auf dem breiten Pfad in die Verdammnis ist, dann muss, müssen halt alle Idole, das ist ganz, ganz einfache Logik und Mathematik, eben dann genauso auch antichristlich sein. Ja, wenn hier jemand wäre, der total christlich wäre, dann würde die Mehrheit den Menschen oder die Frau oder den Mann oder wie noch immer, nicht als Idol, ähm, da jetzt akzeptieren. Und deswegen muss er natürlich genau wie Satan eben Lügner und Mörder sein, ne? lügen tut er dann halt quasi mit der Philosophie und morgen tut er dann auf dem Bildschirm. Das ist natürlich dann schon Makaber sozusagen. Makaber ist ja auch mal interessant, kann man sich hier mal angucken, wo mal das Wort Makaber herkommt. Ist ja schon Makaber, dass es dann ja auch schon Theorien darum gibt oder darüber gibt, dass er ermordet wurde. Ne? Also bei dem Lebenslauf und bei der Geschichte, die dahinter steckt. Äh ist vieles möglich und äh, diese Menschen sind dann eben nicht, wie ein Kommentator eben meinte, die äh, unglaublich liebevollen äh, Familienväter. Ich weiß nicht, wo der da drauf kommt, aber das wird alles von eine, einer Projektion der Menschen. Ja? Die glauben, alles, was auf dem äh, Bildschirm da erscheint. Ne? Ist eben alles äh, sowas von äh, traurig eben. Ne? Es ist so traurig. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, Krishna Mukti ist eben die geistige Kraft hinter Bruce Lee. Ne? Ja, wir reden halt einfach von einem satanischen Idol in einer satanischen Welt. Und aber hat, oder zumindest äh, Anna Fried, ähm, die hat eben dann auch sogar äh, Buddhismus und alles so gefördert. Ne? So, die ist also da spirituell unterwegs. Ne? Ja, und sie hat gesagt: Ich habe einen ganz, 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 ganz starken Glauben oder. Äh, ja, an Gott. Ne? Aber Gott hat eben kein Copyright. Ne? Die, die kann genauso gut den Gott dieser Weltzeit meinen in 2. Korinther 4,4. Ja, der Gott der Weltzeit, der den Menschen die Sinne verblendet. Ne? Den die hier anbeten. Die meisten Menschen beten Satan an. Oder halt den Mammon, also das goldene Kalb, also zu deutsche Materialismus. Ja, musst du mal schauen. Wenn da halt jemand sagt, pass mal auf, willst du, erst, willst du lieber beten oder willst du erstmal hier, keine Ahnung, ein Geschäft machen, dann werden die meisten Menschen erstmal das Geschäft machen wollen, weil es ja wichtiger ist, ja Geld. Ja, es ist immer sehr interessant, vor allem je reicher die Menschen sind, desto eher, oder, ja, wie soll man mal sagen, es hat ja einen Grund, warum Menschen reich geworden sind. Ne? Die verwenden halt ihre Lebenszeit darauf, jetzt Mammon zu dienen und mehr Geld anzuschaffen. Ist das so traurig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Sie hat gesagt: Ich habe äh, wahrgenommen, dass ich eine sehr starke Frau bin und ich habe einen sehr starken Glauben an Gott. Und das hat mir halt durch alle Krisen äh, dann halt getragen. Ne? Frieda. Ähm, hatte dann aber einen Rechtsstreit gegen Markus Bongard, einen polnisch geborenen Shaolin-Mönch, also so wie Plus äh, Die gespielt hat in Enter the Dragon, und den Gründer eines buddhistischen Tempels und Gesundheitsabteilung hier in Yangtob in äh, Südschweden. Und Frieda war eben Frieda war eben keine nicht abgeneigt und keine Fremde äh, für alternative Medizin und Philosophien und so weiter. Und äh, als ihr Mann krank geworden ist, dann hat sie also ihn da jetzt äh, ist sie da seine Schülerin geworden und so weiter? Und sie haben also dann 46 Millionen Kronen oder viereinhalb Millionen Pfund, also weit mehr als fünf Millionen Euro oder sowas, ich kenne den Umrechnungskurs von damals nicht, in die Konstruktion dieses Tempels dann gemacht. Jetzt weißt du aber auch ganz genau, oder ihr wisst ganz genau, welchen Gott Frieda anbetet. Ne? Ist doch klar, ich meine, wenn ich aber schon heiße, und aber ist der aramäische Name von heißt und eigentlich lieber Gott oder mein lieber Vater dann ist das auch ein Ausdruck, der in der Bibel drinsteht. Wenn eine Gruppe zum Geldverdienen sich den Namen Abba gibt, äh, geliebter Vater, ähm, dann ist doch klar, ne? We wem die dient, ne? dem Gott dieser Weltzeit. Ne? Und äh, interessant ist auch, dass die Gruppe Abba ganz viele Verbindungen zum Freimaurerei hat. Also es ist, das sind einfach nur Wörter, das sind einfach nur Sachen und die Zeitungen drucken das ab und die Leute lesen das Oberfläche und sagen, ach so, ja, die glaubt den Gott hat einen starken Glauben, die hat einen Tempel unterstützt und die wollte, dass ihr Mann gesund wird. Ja, das ist ja alles nur die Oberfläche. Ne? Was dahinter steckt, ist letzten Endes. Äh, jemand mit viel Geld hat also gedacht, der könnte jetzt irgendeinen Tempel da unterstützen und hat dann eben so einen, so einen Tempelbau unterstützt, der eben nichts mit äh, dem wahren Glauben zu tun hat. Ja, die glauben eben alle nicht an den Gott der Bibel. Ne? Sie arbeitet hier mit Tamorin, <laughs> so wie Luzifer. Mhm. Und sie ist halt auch nur mit äh, hochgestellten Persönlichkeiten zusammen. Sie selber ist inzwischen auch adelig und ihr Vermögen beträgt nicht gerade unerheblich um die 200 Millionen Euro. Also von daher, äh, ist, sie dienen halt dem Mammon, ne? So, also wir haben jetzt über Bruce Lee, den Super-Übermenschen, gesprochen, über den Super-Philosophen. Und jedes Mal, wenn du also ein Poster von ihm siehst, dann hast du es hier mit zu tun. Kein Böses auf der Welt kann überleben, wenn Bruce Lee kommt. Ne? Böderweise verbreitet der Mensch genau selbiges Böse. Ne? Bruce Lee fordert Rache durch den Tod und dahinter und so weiter und so fort. Das ist alles immer Rache und Aggression und Mord und Zerstörung. Das ist eben so schade daran. Er hätte ja genauso gut jetzt irgendwie auch ein Vorbild werden können, um Menschen, keine Ahnung, jetzt äh, den Sport näher zu bringen oder jetzt Menschen Selbstverteidigung zu lernen. Aber er wollte sich halt, äh, er wollte halt ein Idol werden, wollte halt einfach der bestbezahlteste Star werden. Ja, und aber hat natürlich dann auch äh, genau in dieselbe äh, Geschichte rein. Das ist äh, eine super traurige Geschichte eigentlich. Und nur weil vier Leute singen können, Heißt das nicht, dass die besonders äh, gläubig sind oder irgendetwas. Ne? Die singen nämlich meistens dann über ganz, ganz andere Dinge. Ne? Beispielsweise über The Piper, über den Rattenfänger von Hameln, wenn wir mal so wollen. Und dann halt eben auch. Äh ja, und dann eben dann auch über Geld, ne? Money, Money, Money. Ich glaube von 1975 oder so ist das. Äh, ein ganz bekanntes Lied. Und interessanterweise genau diejenige, die später ganz viel Geld bekommen hat, indem sie einen Prinzen geheiratet hat, die Anna Frieda, äh, die hat dann äh, einen Prinzen geheiratet. Ne? Also. <laughs> Und diejenige, die immer die traurige Liebeslieder gesungen hat, die Agnetha, die Blonde, die hat dann genauso ein trauriges Liebesleben danach bekommen. Was wow, schon, das ist schon interessant, ne? Du kriegst irgendwie das, was du besingst, ne? Mann, Mann, Mann. Aber wie gesagt, als Frau musst du dann auch nicht so hart arbeiten. Reicht, wenn du einen Prinzen heiratest, ne? Ah. Naja, und wenn du dann halt Mitglied von ABBA bist, so einer weltbekannten Gruppe, dann hast du natürlich dann auch schon eine gewisse soziale Stellung. Ne? Dann bist du eben nicht mehr so die, die normale, äh, der normale Mensch, wollte schon Personen sagen, puh, der normale Mensch irgendwo, da draußen arbeiten geht, ein paar Stunden. Ne? Tja, und Gott sagt, er lebt nicht in Tempeln aus Stein. Wusste aber die Anna Fried wohl nicht. Aber ich will euch ja nicht das Ende hier vorenthalten. Ja, aber Money, 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 offizielles Musikvideo. Wo es nur um die schöne Welt geht. Und nachher sieht man dann Aber in einem Rolls Royce in dem Video. Genau wie na ja, Bruce Lee. Gerne hätte einen haben wollen. Ne? Ich hoffe, die Bilder schaffen es jetzt hier. Oder auch genau wie eben der größte Filmproduzent von Hongkong, Ron Wan Shaw, dann eben gehabt hat. Naja. Das hat einfach ein Statussymbol. Da kann man nichts machen. Das ist deren goldenes Kalb. Beziehungsweise es ist ja so wie ein edles Reitpferd eben. Das teuerste Pferd, was man kaufen kann oder zumindest kaufen konnte damals. Und das ist natürlich dein Aushängeschild, dass du es zu etwas gebracht hast in Hongkong. Und das Passt dann zu unserem Eingangsbild mit Bruce Lee und dem Mercedes und eben dann mit italienischen Designerklamotten. Also es geht sich dann nur um den schönen Schein. Ja, und jetzt verabschiede ich mich mal ähm, jetzt äh, mit den besten Grüßen und besten Wünschen, dass ihr euch äh, wohlfühlt und dass dann die Zeiten dann trotzdem nicht so schlecht sein mögen, dass es dann genug Leute gibt, die dann auch aufwachen und. Mit denen man dann eben gemeinsam den Weg gehen kann. Und äh, das ist eben dann nicht der Weg des Bruce Lee, der halt äh, im materiellen sich bewegt hat, im physischen sich bewegt hat, sondern es ist dann halt eben der Weg in die Unendlichkeit, der nur mit Jesus Christus geht. Johannes 14:6. Ich wünsche euch alles Gute und bis dann.